herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Herzlich willkommen zu einem weiteren Comic Cookie Special vom Bukon in Dreieich. Der ein oder andere wird es vielleicht gehört haben, im letzten Jahr war ich zum ersten Mal da und habe mir das Ganze angeguckt. Der Bukon ist eine Veranstaltung, der parallel zur Buchmesse in Frankfurt ist. Und ja, natürlich deutlich kleiner, das ist natürlich klar, weil in Frankfurt in der Messehalle, das ist ein Riesending. Aber hier gefällt es mir deutlich besser, denn es ist ein Treffen für Freunde von fantastischer Literatur, sprich Fantasy, Science Fiction, Horror-Themen werden behandelt. Es geht auch ein bisschen Richtung Rollenspiel, sind natürlich auch Stände da. Und das ist sehr genau das, was ich haben will. Und ja, ich freue mich sehr. Es sind einige sehr beliebte Autoren bei mir auch vor Ort. Und ja, das Ganze werde ich mir mal angucken. Mal sehen, wen man noch so treffen kann heute. La, 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 la. So, ich bin jetzt angekommen auf dem Bukon in Dreieich und als erstes ist mir jetzt nicht ein Stand mit Büchern aufgefallen, sondern mit Comics. Bei mir ist Leander von Leanders feine Linie. Hallo. Hallo. Leander, du hast mich ja angesprochen, gleich hier sehr verkaufsfördernd, als ich zum Stand gekommen bin. Du hast neue Sachen dabei. Was hast du denn dabei? Ja, also was ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal mit habe, seit dem Sommer, ist mein Probeleseheftchen von Magoon, dem Comic. Ich habe vor ein paar Jahren, 2016, habe ich ein Rollenspiel entwickelt und auch auf den Markt gebracht. Es hat sich gut verkauft und ich wollte unbedingt eine Geschichte in diesem Universum erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche mal einen Comic in diesem Universum zu machen und den kann man gratis lesen bei tapas.io. Und dort erzähle ich in diesem Universum von meinem Rollenspiel eine Geschichte von einer jungen Magierin, was sie erlebt. Und da kann man hier die Gratis-Leseprobe mitnehmen. Und ich habe ein paar Bilder dabei, die zeigen, an welchem Kinderbuch ich gerade arbeite, was auch einfach mit der feinen Linie halt zu tun hat. Einfach viele Tuschezeichnungen, Feinliner-Zeichnungen und so weiter. Okay, dann geh doch mal etwas tiefer bei deinem eigenen Rollenspiel. Was ist das? Also es ist eine Fantasy-Welt offensichtlich. Wie darf ich mir das Worldbuilding da weiter vorstellen? Also ich habe das angefangen vor zig Jahren, ich glaube vor über 10 Jahren, jetzt über 13 Jahren sogar, habe ich angefangen daran zu arbeiten, weil mir einige Rollenspiele nicht genug gebracht haben oder waren mir dann entweder zu bunt oder keine Ahnung. Kann es nicht genau erfassen, aber irgendwas hat mir immer gefehlt. Und dann habe ich angefangen, irgendwann ein eigenes Regelwerk zu schreiben. Da ging es mir gar nicht so sehr um die Welt, sondern nur um die Regeln. Und habe dann aber gemerkt, umso mehr eigene ich Ideen für meine Welt ich selber mir ausgedacht habe, umso schöner wurde es für mich und umso griffiger wurde es. Und Magoon ist, sag ich mal, relativ erdgebunden. Es ist nicht sehr, ist kein High-Fantasy, es wird jetzt eher als Medium-Fantasy bezeichnen. Sehr erdgebunden und ich habe eine sehr lebendige Geister- und Dämonenwelt, die sehr aktiv mit der realen Welt interagiert. Mir war zum Beispiel wichtig, dass die Magie, die in vielen Rollenspielen ist, die mir zu... Es gibt so einen schönen Begriff Knickmagie, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so... Magie ist so eine Wegwerfware, man kann sie spontan anknicken, sie ist da, man hat seinen Feuerball und so weiter. Ja. Das wollte ich nicht, meine Magie ist sehr rituell ausgelegt und auch die ganze Welt ist sehr spirituell ausgelegt. Ich habe mich so ein bisschen gedacht, so dieser Shintoismus hat mich sehr beeindruckt und habe so eine Art europäischen Shintoismus versucht umzusetzen. Okay, also mit Flim, Flam, Flunkellicht ins Dunkel komme ich bei dir nicht weiter. Also ich habe einen Zaun, mit dem man Licht machen kann, ja, den gibt es, aber es ist halt nicht alles, was man, das kann man nicht spontan machen, die meisten Sachen brauchen Vorbereitung und man muss ein bisschen daran arbeiten, was man haben möchte und ich habe auch in dem Sinne keine klaren Charakterklassen, man muss sich nur vorentscheiden, will man magisch sein oder will man nicht magisch sein, danach ist man ziemlich frei in der Entwicklung, ich habe keine klassischen Völker, also es gibt keine Orks, es gibt keine Elfen, ich habe mir komplett eigene Völker ausgedacht. Alles, was ich vorher noch so Standard-Fantasy-mäßig hatte, habe ich gestrichen. Und was ich von vielen erzählt bekomme, dass sie vieles wiedererkennen oder so einen Geschmack rausschmecken, aber es trotzdem in einer neuen Variante erzählt wird. Das nehme ich auch so ein bisschen als Verkaufsargument. Diese sehr lebendige Mystik, diese lebendige Geisterwelt und dieses, ja, ich habe eigene Völker, man schmeckt hier und da was raus, aber es wird neu interpretiert. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch verkörpert werden kann durch das Regelwerk jetzt insgesamt. Und du machst quasi auch selber Spielrunden mit deinem eigenen System, testest du das oder wie läuft das? Ja, also ich habe das System, ich glaube,
intern, für mich habe ich, glaube ich, die 7. oder 8. Version schon gehabt. Ich habe über 4000 Seiten geschrieben. Ja, ja, da kneife ich auch das Gesicht zusammen. Es steckt sehr viel Arbeit drin. Und das ist jetzt natürlich extern, das ist jetzt Version 1.0. 1.2 mache ich gerade eine Zweitauflage, lasse ich gerade drucken. Mit kleinen Änderungen da drin. Aber intern ist es eigentlich schon die 7. oder 8. Version, glaube ich. Und ich habe es seit 2002, spiele ich das mit Leuten. Immer wieder und immer wieder. Und es wurde sehr viel getestet in verschiedensten Versionen, verschiedensten Kampagnen. Schreibt die Abenteuer halt auch selber. Lass auch mal jemand anderen mal meistern, damit ich selber erlebe, wie ist es auf der anderen Seite. Ich habe auch Testgruppen gehabt, wo ich gar nichts erklärt habe, einfach nur das Buch gegeben habe und gesagt, hier, macht mal, ich schaue zu und guck, was funktioniert nicht im Regelwerk, was schreibe ich nicht so gut, was versteht man nicht so gut. Das hat auch wunderbar geklappt. Ich habe ein paar ganz tolle Testspieler gehabt, die das dann von sich aus gemacht haben oder auch Testberichte auf Cons gemacht haben und sowas. Also war wirklich sehr, sehr hilfreich. Und was sind die beliebtesten Figuren dann bei dir? Was spielen die Leute aus dem Strauß, den du ihnen anbietest, an möglichen Charakteren am liebsten? Also am beliebtesten sind die dämonischen Völker. Also ich habe 2 dämonische Völker. Ich muss dazu sagen, Dämonen sind bei mir per se nicht böse. Dämon heißt einfach nur, dass es ein Geist ist, der an die Erde gebunden ist. Also einfach aus dem Erdreich stammend. Und da habe ich 2 Völker, die einen dämonischen Ursprung haben. Die sind sehr beliebt. Und dann habe ich noch Tiermenschen, die sind auch sehr, sehr beliebt. Also witzigerweise sind das die, die am abstraktesten aussehen, sind am beliebtesten. Ich habe noch ein Volk, das wird als das erste Volk bezeichnet. Das sind sehr hochgewachsene, sag ich mal, Abwandlungen der Menschen. Die sind auch noch recht beliebt, aber es kommt ein bisschen darauf an, welche Variante davon. Ich habe 3 Häuser aus diesem Volk und da variiert sehr stark die Beliebtheit. Und zur Welt an sich, wie darf ich mir, ist das eine Welt, wo es einen Krieg vorherrscht oder wie ist so das Grundsetting von der Welt, dass man da vielleicht noch ein bisschen was zu hören? Also das Grundsetting ist, wie gesagt, ich sag mal sehr erdgebunden und es ist ein relativ düsteres Spiel, weil es sehr viel halt um dieses Seelenheil auch geht. Also diese Geister- und Dämonenwelt interagiert auch sehr stark mit dem Charakter. Es geht immer so ein bisschen um die Grauzonen, die moralischen. Das Spiel mit dem Untertitel heißt es auch Zeitalter der Prüfung. Weil der ganzen Geschichte geht voraus, dass die Götter haben die ganzen Völker erschaffen als Wettstreit. Sie wollten einfach sehen, wer kann am besten was erschaffen, wer kann die größte Schöpfung schaffen. Und haben dabei Völker erschaffen, die sind aber immer dekadenter geworden und sind in einen Krieg verfallen. Und die Götter haben sich dann ein bisschen geschämt dafür, was sie gemacht haben. Und eine Göttin, genannt Magun, da kommt auch dann der Name für das Spiel her, hat gesagt, ich gebe euch eine zweite Chance zu zeigen, dass wir Götter nicht so dämlich sind. Macht jetzt euren Weg. Aber wir werden euch genau beobachten. Und wenn ihr jetzt nochmal einen Fehler macht, dann werden wir euch dafür strafen. Und das ist sozusagen die Grundlage für viele Institutionen in dieser Welt, die gesagt haben, wir müssen diese Aufgabe der Götter jetzt erfüllen. Wir müssen beweisen, dass wir göttlichen Ursprungs sind. Das klappt natürlich nur semi-gut. Und das ist so ein bisschen die Grundlage einfach, dieser Wettstreit zwischen Macht, alte Herrschaftsgebiete. Viele, ist zum Beispiel dieses erstgeschaffene Volk, hat zum Beispiel diesen langen, langen Krieg, der entstanden ist, selber noch miterlebt. Da gibt es einige, die haben den sogar noch am eigenen Leib erlebt, weil sie so lange leben und haben einfach noch ganz andere anachronistische Sichtweisen. Und dann kommt dieses relativ junge Volk der Menschen da an zum Beispiel oder der Tiermenschen, die sind mit den Menschen zusammengeschaffen worden, sind sehr jung, sind sehr ambitioniert, breiten sich stark aus und haben ganz andere Ansichten oder kopieren zum Beispiel die alten Herrscher, weil sie dann doch so toll fanden. Es gibt noch alte Relikte aus den damaligen Zeiten, die sehr verwerflich sind im Angesicht dieser neuen Institutionen. Und dann ist einfach dieser Kampf mit diesen Grauzonen. Ist das noch moralisch vertretbar? Ist das gut für unsere Seele? Ist das nicht gut für unsere Seele? Wie reagiert die Geisterwelt auf unser Handeln? Und so weiter und so weiter. Ja, das hört sich schon sehr spannend an. Aber jetzt machen wir einen Cut und wir kommen mal zum Thema Comics. Du hast ja auch einiges hier auf dem Tisch liegen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also ich habe 2011 habe ich angefangen, einen Slice-of-Life-Comic im Internet zu stellen, weil ich hatte einen Grafikerjob in der Firma und kam kaum noch zum Zeichnen. Und dann brauchte ich irgendwie Kompensation dafür und bin durch Kommilitonen darauf gekommen, man kann ja im Internet einen Comicblog machen, warum nicht? Und habe dann angefangen, einmal die Woche einfach so 4 Panels aus meinem Leben zu erzählen, immer so recht übertrieben, albern, ob das jetzt Sichtweisen, Ideen oder einfach nur völlig alltägliche Ereignisse sind. Und daraus entstanden sind einfach noch ein paar andere Geschichten. Also unter anderem ist halt unter Leander Svanjalinje, das ist mein Slice of Life Comic, ist halt zum Beispiel auch Schluderi entstanden. Das ist ein kleines Monster, das unsichtbar unter uns lebt und für die Unordnung sorgt, weil meine Frau und ich konnten uns nicht erklären, warum unsere Wohnung immer so unordentlich ist und uns kann es schließlich nicht liegen. Da sind dann 2 Hefte durch entstanden und ich habe dann letztes Jahr zum
verflixten siebten Jahr des Comics-Blogs habe ich dann ein Sammelband rausgebracht, weil ich aufgrund jetzt, weil ich so viele andere Projekte habe, wie den Magoon-Comic, ich bin auch an einem Kinderbuch dran, habe eine Patreon-Seite, wo ich viel dran arbeite und sowas, komme ich nicht mehr so häufig zu meinem Slice-of-Life-Comic. Dann dachte ich, mache ich mal einen schönen Sammelband, schön produziert, der einfach aus den letzten sieben Jahren meine Lieblingscomics zusammenträgt. Den habe ich auch mit dabei. Und dann habe ich noch ein Gemeinschaftsprojekt zusammen, das habe ich 2012 oder 2013, glaube ich, gemacht, mit ganz vielen anderen großartigen Comiczeichnern. Marvin Clifford, Sarah Porini, der Michel ist dabei. Also einige, wen habe ich noch dabei? Muss man gerade mal selber nachgucken. Aber es sind wirklich ganz viele tolle Leute dabei, mit denen ich auch echt gerne zusammengearbeitet habe. Genau, Mario Bühling, Max Wehling, ganz tolle Comics gemacht. Und dann ist noch Temel dabei, KD hat die Gesamtstory gemacht. Also das ist ein Sammelband Horrorgeschichten, weil wir haben nie Horror gemacht und dachten, wir wollen mal was anders machen. Dann hieß der Comic auch anders. Und wir haben halt eine Geschichte von KD, die alle anderen Geschichten zusammenhält. Und jeder andere durfte eine völlig eigene Kurzgeschichte erzählen, die aber immer irgendwie auf diese zusammenbindende Geschichte eingeht oder damit verbunden wird. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, den habe ich auch noch mit. Da habe ich nicht mehr viel, das ist jetzt das Letzte, was ich in der Hand halte. Die anderen sind schon weggegangen. Und dann habe ich noch neben den Comics nur noch meine Illustrationen, die halt im Kinderbuchstil sind, dabei. Das ist mein ganzes Comic-Sortiment, was ich dabei habe. Okay, und wenn jetzt jemand da starkes Interesse dran hat, einmal an deinem Rollenspiel oder auch an deinen Comics, wo findet er dich im Netz, dass er das beziehen kann? Also meinen Comic findet man unter leandersfeinelinie.com, alles in einem Wort geschrieben, das ist mein Comicblog. Darüber findet man auch alle meine anderen Kanäle. Ich bin bei Twitter unter @diefeinelinie und Magoon findet man unter magoon-rpg.com. Da kann man sich so ein bisschen reinlesen, kann sich alles anschauen. Da ist auch ein Link, da kann man es als PDF kaufen, wenn man es digital haben möchte. Und man kann mir auch eine E-Mail schreiben und jetzt die Neuauflage als Druckversion bestellen, wenn man möchte. Wobei die Druckversion schon natürlich sehr, sehr hochwertig gemacht ist hier. Ne? Sie sehen einen sehr schönen Hardcover-Band, sehr aufwendig bedruckt. Also das ist ein sehr schönes Stück, was das Bücherregal auf jeden Fall schmücken wird, wenn man sich dafür interessiert. Also das ist wirklich, sieht man schon, dass es sehr hochwertig gemacht ist. Ja, da habe ich so ein bisschen an die Sammler gedacht. Ich habe das 2016 über einen Kickstarter finanziert. Jetzt in der neuen Auflage habe ich leider keine Goldveredelung mehr. Jetzt bei dem Band ist noch ein bisschen Gold mit auf dem Cover dabei. Das wird bei der neuen Auflage leider nicht dabei sein. Aber es ist trotzdem Hardcover, gleiche Auflage, auch wieder mit den gleichen Illustrationen, gleiches Papier. Also soweit bleibt es qualitativ gleich. Und wenn man sich für die Geschichte interessiert, also ich erzähle ja eine kleine Geschichte von einer Magierin in der Welt, das kann man bei tapas.io/serious/Magoon. Da findet man den Comic dazu. Findet man aber auch, wenn man jetzt auf meinen anderen Kanälen vorbeischaut, verlinke ich eigentlich immer überall die ganzen Sachen. Den kann man gratis lesen. Einmal die Woche kommt eine Seite raus. Ich zeichne ihn, während ich ihn schreibe. Also ich habe nicht so viel Zeit, aber ich versuche es durchzuziehen. Wunderbar. Gibt es noch was du den Zuhörern sagen möchtest? Kommt zu BuCon. Ist wirklich schön hier. Gibt viel zu entdecken. Und ich werde auch nächstes Jahr auf ein paar anderen Cons sein. Wie sieht's bei dir aus mit der 3 Eichcon? Die ist ja auch, glaube ich, nächsten Monat schon. Also speziell wieder hier in 3 Eich für Rollenspiele. Da wäre ja eigentlich mit Magoon der richtige Startpunkt. Ja, hatte ich auch eigentlich eingeplant gehabt, schaffe ich aber zeitlich leider nicht. Da kommt mir was in die Quere. Möchte es aber fürs nächste Jahr auf jeden Fall angehen. Ich hatte auch jetzt gehofft, ich könnte jetzt schon Magoon mitbringen, aber leider ist der Druck in Verzug gekommen. Die haben technische Probleme gehabt. Und die Lieferung kommt jetzt Montag. Ich wollte es eigentlich heute schon dabei haben. Aber 3 Eichcon ist auch auf meiner Liste. Da waren auch, ich glaube, letztes und vorletztes Jahr Leute, die mich unterstützt hatten bei Kickstarter. Die haben dann sogar Rollen angeboten und dann konnte dann da richtig spielen. Da habe ich die Testberichte auch bekommen, war sehr schön. Also ich möchte auf jeden Fall auch selber nochmal dort erscheinen. Aber dieses Jahr schaffe ich es leider nicht mehr. Okay, dann danke ich dir. Bis denn. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Tschüss. Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich möchte euch, ich halte es mal hoch, Königsfeuer, meinen 6. Fantasy-Roman vorstellen. Der spielt wieder in der Welt Nuaret, in der schon Dämonengrab und Stunde der Helden gespielt haben. Ist aber wieder in sich abgeschlossen. Und die Grundidee war einmal, aus Stirb langsam einen Fantasy-Roman zu machen. Hat nicht so ganz geklappt, also mit dem Hochhaus war schon schwierig und Aktien klauen die ja, glaube ich, in
stirbt langsam, hat dann auch nicht so geklappt. Und als ich dann auf die Motivation der Bösewichte kam, hat sich das irgendwie so in Richtung Intrigen-Fantasy verschoben. Ein Rezensent hat es mal mit einer frühen Folge Game of Thrones verglichen. Ja, es geht um eine Hochzeitsfeier. Ein Prinz heiratet im Palast des Königs und die gerät wegen eines Umsturzversuches total außer Kontrolle. Und wir begleiten vier Charaktere mit unterschiedlichen Motivationen, die da plötzlich zwischen den Fronten stehen. Und zwei davon stelle ich euch jetzt heute vor. Also die eigentliche Hochzeitsfeier, die lasse ich dann den Lesern noch übrig. Der erste ist Oberst Lamik, der befehligt die Infanterie einer Armee, die gerade eine Stadt schon seit einiger Zeit belagert. Trotz Beschuss mit Katapulten will die Stadt nicht klein beigeben und deshalb befiehlt der König, dessen Sohn nachher heiratet, den Einsatz von Königsfeuer, daher der Name. Es ist so eine Art Fantasy-Napalm. Lamik ist dagegen, der meint, das geht gegen die Ehre eines Soldaten, vor allem wegen Zivilisten und so weiter. Aber sein Befehlshaber bügelt ihn ab und sagt, wir müssen hier um meinen Ruf kämpfen, ich bin bislang von Sieg zu Sieg geeilt. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier in dieser Stadt so lange an der Stadt so lange festhängen. Und er argumentiert auch, dass der Einsatz des Königsfeuers ihn ja einen Sturmangriff ersparen könnte, der ja auch große Verluste nach sich zieht. Lamik sieht das aber mit gemischten Gefühlen, als dann dieses Königsfeuer auf die Stadt beschossen wird und fühlt sich nicht gut dabei. Und jetzt sind wir am Abend danach, als halt die Stadt jetzt quasi schon brennt und die Herrscher der Stadt sich halt überlegen können, ob sie am nächsten Tag kapitulieren. Nach dem Beschuss fand Oberst Lamik keine Ruhe. Er versuchte zu lesen und das Bild der brennenden Gestalten auf der Mauer aus dem Kopf zu bekommen, um nicht an das denken zu müssen, was das Königsfeuer im Inneren der Mauer angerichtet haben mochte, aber er konnte sich nicht auf die Wörter konzentrieren. Irgendwann gab er es auf und verließ sein Zelt. Im Heerlager brannten hier und da Fackeln und Soldaten standen Wache. Aus einem Offizierszelt dicht neben seinem hörte er noch leise Stimmen. Er trat darauf zu und räusperte sich vernehmlich vor dem Eingang. »Ja!« schnarrte eine Stimme von drinnen, die Lamik als die von Hauptmann Saik wiedererkannte, der schon einige Jahre unter ihm diente. Lamik schlug die Plane beiseite. Im Inneren saßen drei seiner Offiziere beisammen, die zwei Hauptleute, Saik und Tvaril und dazu Ordas. Der dienstälteste Leutnant im Heer, der nur deshalb noch nicht Hauptmann geworden war, weil er gern und tief in die Flasche schaute, so offenbar auch jetzt. »Herr Oberst!« Tvaril, eine junge Offizierin, die erst letztes Jahr befördert worden war, kam etwas ungelenk auf die Beine. »Was können wir für euch tun?« »Nichts Dienstliches. Mir war nur noch ein wenig Gesellschaft.« Ordas, der mit auf eine Hand gestütztem Kopf seitlich auf seiner Strohmatte lümmelte, hielt ihm die Flasche hin. »Auch einen Schluck?« Lamik griff zu. Es war Schnaps, aus was auch immer gebrannt. »Oh, starkes Zeug«, krächzte er und reichte die Flasche an Saik weiter. Niemand sprach. Tvaril sah betreten zu Boden, Saik studierte das Innere der Flasche, als gäbe es in der klaren Flüssigkeit irgendetwas zu entdecken. Nur Ordas blickte Lamik offen ins Gesicht. »Ich störe wohl«, murmelte Lamik und wandte sich schon wieder dem Ausgang zu. Doch Saik hielt ihn zurück. »Nein, nein, Herr Oberst, es ist nur«, er suchte nach Worten. »Der Hauptmann fragt sich, ob ihr auch so ein schlechtes Gefühl bei diesem dämonischen Zeug habt«, vollendete Ordas unverblümt. »Und ich rede jetzt nicht von dem Schnaps.« Gleichzeitig streckte er Saik fordernd die Hand nach der Flasche entgegen. Ungelenk ließ sich Lamik auf der anderen Strohmatte nieder und schlug die Beine unter. Sie haderten also auch mit dem Einsatz des Königsfeuers. Er überlegte kurz, wie er sich ausdrücken sollte, schließlich war er der Vorgesetzte. »Ja, gemischte Gefühle habe ich«, sagte er dann. »Dieses Königsfeuer ist eine grausame Waffe, ohne Frage. Aber der Feldherr hat recht, wenn er sagt, dass ihr Einsatz uns womöglich einen Sturmangriff erspart, der vielen unserer Leute das Leben kosten könnte.« »Müsst ihr ja sagen«, nuschelte Ordas. »Vergesst nicht, mit wem ihr redet, Leutnant«, fuhr Saik empört auf. »Und hört besser auf zu trinken.« Ordas nahm ungerührt einen weiteren Schluck. »Ich habe schon viel Schlachten geschlagen, mehr als ihr beiden Jungspunde zusammen. Ihr habt viel gesehen, viel Schlimmes. Trotzdem habe ich nicht genug Fantasie, um mir vorzustellen, was das Zeug in der Stadt angerichtet hat. Aber eins weiß ich«, er fuchtelte mit der Flasche in der Luft herum, »was uns erwartet, wenn wir morgen da einmarschieren. Das wird keiner von uns jemals vergessen können. Keiner!« Normalerweise hätte Lamik den Leutnant energisch zurechtweisen müssen, aber im Grunde sprach der nur das aus, was er selbst dachte. Eine Weile saßen sie noch still beieinander, bis Ordas laut rülpste und den Kopf auf seinen Arm bettete. »Genug für heute«, murmelte Lamik. »Morgen wird ein langer Tag.«
Er wünschte eine gute Nacht und verließ mit Twari das Zelt, das ich Saik mit dem Leutnant teilte. Draußen blickte Lamik unbehaglich zu der belagerten Stadt hinüber. Er sah noch immer das schwache Leuchten der Flammen hinter den Mauern. Kleiner Absatz. Ein lauter Knall riss Lamik aus dem Schlaf. Er setzte sich auf und begann sofort zu husten. Qualm stach ihm in die Lungen und ließ seine Augen tränen. Verwirrt blickte er sich in seinem Zelt um. Überall war Rauch und jenseits der Zeltplane schien die Welt in Flammen zu stehen. Rechts von ihm hatte die Plane selbst Feuer gefangen. Von dort drang der Qualm ins Innere und die Hitze trieb Lamik den Schweiß aus allen Poren. Er versuchte, auf die Beine zu kommen, doch ihm wurde schwindelig und er brach in die Knie. Ein weiterer Hustenanfall schüttelte ihn. Verzweifelt rang er nach Atem. Er musste hier raus, bevor der Qualm ihn erstickte oder das Gestänge des Zeltes zusammenbrach und die brennenden Planen ihn in eine tödliche Umarmung zwangen. Bei all dem Qualm war er jedoch nicht mehr sicher, wo sich der Ausgang überhaupt befand. Hektisch tastete er nach einem Spalt in der Plane, fand aber keinen. Sein Husten und der Schwindel wurden immer schlimmer, selbst auf allen Vieren konnte er kaum noch das Gleichgewicht halten. Als er mit einer Hand warmes Metall ertastete, dauerte es einen Augenblick, bis ihm klar wurde, was er da fühlte. Sein Schwert. Wo kein Ausgang war, konnte er sich damit selbst einschaffen. Mit Mühe richtete er sich halb auf, hob das Schwert und führte einen diagonalen Hieb gegen die Plane, der sie aufklaffen ließ. Der Schwung der Waffe riss Lamik wieder zu Boden. Es kostete ihn seine letzten Kräfte, sich abermals aufzurichten, den Riss in der Plane mit den Händen zu erweitern und den Kopf hindurchzustecken. Auch draußen war Rauch, aber nicht annähernd so viel wie im Zelt. Gierig sog Lamik die Luft in die Lungen und hustete den Qualm heraus, während er durch den Spalt aus dem Zelt kletterte. Ganz allmählich lichteten sich die Nebel in seinem Kopf. Hatte er zuvor nur sein eigenes Herz pochen, die Flammen brüllen und sich selbst husten gehört, drangen nun die Geräusche aus dem Lager an seine Ohren. Aus allen Richtungen hörte er qualvolle Schmerzensschreie und panische Hilferufe. Die vereinzelten Befehle, die dazwischen gebrüllt wurden, gingen beinahe unter. Lamik war noch immer benommen, versuchte aber, sich einen Überblick zu verschaffen. Doch überall waren nur Flammen, brennende Zelte, brennende Katapulte. Was ist geschehen? Ein Gegenangriff? Er hörte weder das Geklirr von Schwertern noch andere Geräusche, die auf Kämpfe hindeuteten. Vielleicht Beschuss mit Brandpfeilen? Ein Soldat kam durch den Rauch auf ihn zugetorkelt. »Meldung, Soldat! Was?« Lamik blieb der Befehl im Hals stecken, als er erkannte, dass der Soldat mit verkohlten Händen auf die Flammen einschlug, die an den Resten seiner Uniform leckten. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte Lamik nicht sagen, denn das Gesicht des Soldaten war eine entstellte Fratze. Wo noch Haut war, wellte sie sich in Blasen. Der Soldat schrie mit weit aufgerissenem Mund, torkelte ziellos an Lamik vorbei, stolperte über etwas und stürzte in ein brennendes Zelt. Lamik stand gelähmt vor Entsetzen da. Gewöhnliches Feuer hätte einen Menschen nicht so zurichten können. Und mit einem Mal wurde ihm klar, was dieses Inferno verursacht haben musste. Das restliche Königsfeuer, das noch bei den Katapulten war. Ein Hilfeschrei dicht neben ihm riss Lamik aus seiner Erstarrung und ließ ihn herumfahren. Neben seinem Zelt brannte ein weiteres und er erkannte mit Schrecken, dass es das Offizierszelt war, wo er noch vor wenigen Stunden mit Saik, Svaril und Ordas getrunken hatte. Aus dem Eingang quoll dicker Qualm. »Hilfe!« Der Ruf kam eindeutig aus dem Inneren, halb erstickt von einem heftigen Hustenanfall. Lamik überwand sein Entsetzen und stolperte auf den Eingang des Zeltes zu, riss ihn auf und versuchte etwas zu erkennen, aber das Innere war voller Rauch. »Hierher!« rief er. »Hier ist der Ausgang!« Qualm drang ihm in die Lungen und er hustete heftig. Lamik ließ sich auf die Knie fallen, weiter unten war weniger Rauch. »Hilfe!« Die Stimme wurde schwächer, war kaum noch zu hören bei dem Geschrei ringsum. Lamik rang einen Augenblick mit sich. Die Furcht, noch einmal in einem verqualmten Zelt gefangen zu sein, lähmte ihn beinahe, doch er überwand sie, holte Luft und kroch auf allen Vieren hinein, gerade so weit, dass seine Fußspitzen noch draußen waren. Mit den Händen erspürte er die Strohmatte, auf der er noch vor kurzem gesessen hatte. Das war Sykes Schlafplatz, aber der schien leer zu sein. Das Husten kam von weiter hinten, wo der Leutnant gelegen hatte. »Ordas, bist du das?« rief Lamik. Keine Antwort. Lamiks Augen tränten von all dem Rauch. Er blinzelte, dennoch konnte er kaum die Hand vor Augen sehen. Er tastete sich noch etwas weiter vorwärts, atmete aber immer mehr von dem Rauch ein. »Da, eine Bewegung vor ihm«, oder gaukelte ihm der wabernde Qualm das nur vor. »Hierher«, krächzte Lamik noch einmal. Ja, wirklich. Eine Hand streckte sich Lamik entgegen, krallte sich in den Boden und dann tauchte der Kopf von Ordas auf. Lamik reckte sich vor, seine Fingerspitzen berührten schon die des Leutnants. Da knackte etwas laut über ihm.
Lamik blickte erschrocken auf und sah die linke Seite des Zeltes einstürzen. Er krümmte sich instinktiv zusammen und die Hand des Leutnants entglitt ihm. Qualm und Hitze wallten um ihn herum. Lamik bekam keine Luft mehr. Panik überfiel ihn. Er kroch rückwärts, spürte kühlere Luft an seinen Beinen. Als er das Zelt gerade hinter sich ließ, knickte eine weitere Stange ein und das Zelt fiel in sich zusammen. Hustend kam Lamik auf die Füße. Er konnte kaum noch klar denken, wollte nur weg von dem Feuer. Eine ohrenbetäubende Explosion ließ ihn zur Seite taumeln. Die Schreie um ihn herum waren mit einem Mal nur noch ein dumpfer Widerhall. Stattdessen schrillte ein helles Pfeifen in seinem Kopf auf und er presste sich die Hände auf die Ohren. Plötzlich war er von kleinen Feuerbällen umgeben, die vom Himmel regneten. Einer traf Lamik am Bein und ließ seine Hose sofort in Flammen aufgehen. Er warf sich zu Boden, versuchte, die Flammen zu ersticken, doch es half nichts. Sie glommen weiter, fraßen sich durch den dünnen Stoff in seine Haut. Geistesgegenwärtig riss er sich die Hose von den Hüften. Als er sie über die brennende Stelle schob, war es, als würde er sich selbst die Haut abziehen. Lamik brüllte vor Schmerz, machte aber dennoch weiter und schleuderte die brennende Hose schließlich von sich. Der Schmerz blieb. Es fühlte sich an, als leckten die Flammen noch immer an seinem Fleisch. Lamik starrte auf die schwarz angelaufene, handtellergroße Wunde an seinem Oberschenkel. Dann verlor er die Besinnung. Ja, so lernt Lamik das Königsfeuer kennen. Und nach diesem traumatischen Erlebnis wird er schwer verwundet zurück in die Hauptstadt versetzt und nimmt sich vor, den König mit allen Mitteln davon abzubringen, das Königsfeuer nochmal einzusetzen. Ja, wohin das dann auf der Hochzeitsfeier führt, das könnt ihr in dem Roman nachlesen. Ein Plan mit dem König hat auch Sandrin, über die erzähle ich euch vorab nicht viel, weil die lernt man hier in ihrer ersten Szene eigentlich ganz gut kennen. Eine junge Frau, die schon in der Hauptstadt ist. Aus dem Schatten einer Gasse heraus behielt Sandrin das Tor des Königspalastes im Auge, vor dem mehr Gardisten als sonst auf ihrem Posten standen. Sie wirkten nervös und sahen sich die ganze Zeit unruhig um. Offenbar wusste man im Palast um die schlechte Stimmung, die in der Stadt herrschte. Doch Sandrins Aufmerksamkeit galt nicht den Wachen, sondern den Mägden und Dienern, die in den Palast eingelassen wurden oder ihn verließen. Übermorgen fand die Vermählung des Kronprinzen statt. Und für das rauschende Fest musste das Personal im Palast aufgestockt werden. Die reichen Familien entsandten ihre besten Bediensteten und jeder von ihnen stellte sich dem kritischen Auge des königlichen Kämmerers, der eine Auswahl treffen würde. Nur jene, die seinen Ansprüchen genügten, würden am Tag der Feier Dienst tun und damit ihrem Haus Ehre machen. Es war leicht zu erraten, welche der Mägde und Diener, die aus dem Palast traten, nicht angenommen worden waren. Sie ließen die Köpfe hängen und schlurften davon. Sandrin hatte kein Mitleid für sie übrig. Ihr Interesse galt allein den Mägden, die erhobenen Hauptes und federnden Schrittes aus dem Palast kamen. Eine von denen wollte sie aussuchen. Recht jung sollte sie sein, etwa in Sandrins Alter. Doch bislang war keine passende unter den Glücklichen gewesen, denn der Kämmerer schien erfahrenes Personal zu bevorzugen. Sandrins Aussichten auf Erfolg verschlechterten sich zusehends und damit auch ihre Laune. Doch da trat eine der jungen Kandidatinnen, die sie auf ihrem Weg in den Palast für durchaus vielversprechend befunden hatte, wieder aus dem Palast. Sie wirkte zufrieden, sah sich kurz um und ging dann entschlossenen Schrittes über den Vorplatz. Sandrin raffte ihr langes Kleid und eilte der Magd nach. Dabei stolperte sie beinahe, denn sie war weder das lange Kleid noch die hochhackigen Schuhe gewohnt, die sie heute trug. Etwas ungelenk starkste sie hinter der Magd her. »Junge Frau, warte bitte«, rief Sandrin, da sie Gefahr lief, die Magd aus den Augen zu verlieren. Die blieb stehen und wandte verwundert den Kopf. »Meint ihr mich?« Sandrin lächelte. »Ja, meine Liebe, guten Tag.« Die Magd schien noch immer verwirrt, besann sich aber auf ihre Manieren und vollführte einen Knicks, da sie wegen Sandrins teurem Kleid und des Schmucks an ihren Handgelenken eine höher gestellte Person in ihr vermutete. »Guten Tag, Herrin. Was kann ich für euch tun?« »Sag mir deinen Namen, Liebes, und für wen du arbeitest.« »Ich heiße Kilrea, Herrin. Ich arbeite für die Familie Nevlin«, antwortete sie verschüchtert. Hastig durchforstete Sandrin ihr Gedächtnis. Nevlin war keine der großen Adelsfamilien und zu den reichsten Kaufleuten gehörten sie auch nicht. Perfekt. Mit Mühe unterdrückte sie ein zufriedenes Lächeln. »Darf ich dich ein Stück begleiten?« »Natürlich, Herrin.« Gemeinsam setzten sie ihren Weg fort. Sandrin bemühte sich, elegant zu laufen und verfluchte innerlich die verdammten Absätze, die für das Kopfsteinpflaster denkbar ungeeignet waren. Unauffällig musterte sie das Mädchen. Kilrea war in etwa so groß wie Sandrin und von ähnlich zierlicher Statur. Sie mochte Mitte 20 sein, also im passenden Alter. Zwar hatte sie ein paar Rundungen mehr als Sandrin, aber das war genauso wenig ein Problem wie die dunkle Farbe ihrer Augen. Einzig die langen blonden Haare.
Nun, darum würde Begus sich kümmern. Eine bessere Kandidatin würde sie jedenfalls mit Sicherheit nicht finden. Sag, Kirea, hat der Kämmerer dich für das Fest angenommen? Kurz bildete sich eine Falte zwischen den Brauen des Mädchens, aber ihr Gehorsam war stärker als ihr Argwohn. Ja, Herrin. Mein Glückwunsch. Ich habe den ganzen Tag beobachtet, wen Meister Erik auswählte, und es schien mir, als habe er eine Vorliebe für Dienerinnen, die unsere Mütter sein könnten. Kyria lächelte scheu, erwiderte aber nichts. Ich bin Matnima von Gelstein, log Sanrin. Vermutlich hast du noch nicht von meiner Familie gehört. König Thiemen hat meinen Schwiegervater erst vor kurzem in den Adelsstand erhoben. Mein Gemahl und ich sind noch neu in Serend. Ich verstehe, sagte das Mädchen, wobei ihre Miene das genaue Gegenteil ausdrückte. Diese Familie, für die du arbeitest, die ist nicht von Stand, oder? Wirmak Neblin ist ein wohlhabender Kaufmann, erwiderte Kyria knapp. Nun, wie gesagt, wir sind neu in der Stadt und gutes Personal ist schwer zu finden. Da habe ich mir gedacht, dass ich mich unter denjenigen umsehe, die Erik für würdig hält. Kyria blieb stehen. Verzeiht, Herrin, aber worauf wollt ihr eigentlich hinaus? Sanrin lächelte nachsichtig. Nun, meine Liebe, wie würde es dir gefallen, für unser Haus zu arbeiten? Dem Mädchen blieb der Mund offen stehen. Herrin, ich habe einen Vertrag mit dem Hause Neblin, ich kann nicht... Sanrin tat den Einwand mit einer Handbewegung ab. Unsinn, Liebes, lass das nur meine Sorge sein. Möchtest du? Kilrea errötete. Ihr ehrt mich, Herrin. Natürlich würde ich gern für ein Adelshaus arbeiten, aber das freut mich. Wie gesagt, mit deinem Dienstherrn werde ich reden. Mein Gemahl wird dich aber natürlich noch begutachten wollen, ehe wir dich einstellen. Wann sollst du dich am Tag des Festes im Palast melden? 3 Stundengläser vor Mittag. Nun, um sich davor mit meinem Gemahl zu treffen, wird es etwas knapp. Kannst du dich vielleicht morgen unter einem Vorwand freimachen? Die Röte in Kirias Wangen nahm noch zu. Herrin, ich bin geehrt, wirklich, aber... Sanrin seufzte theatralisch und schüttelte den Kopf. Ich verstehe. Deine Treue den Neblins gegenüber ist wirklich aller Ehren wert. Nun ja, ich werde mich eben nach einer anderen Kandidatin für das Amt der Mamsell und umsehen müssen. Sie wandte sich ab, gespannt, ob das Mädchen diesen letzten Köder schlucken würde. Betont langsam ging sie davon. 2 Schritte, 3 Schritte. Verdammt, war Kyria wirklich dermaßen loyal, dass sie sich den Posten des obersten Hausmädchens... Herrin, ich hab's mir überlegt, sagte Kyria hastig. Sicher kann ich morgen Nachmittag ein paar Stunden frei machen. Wo soll ich mich melden? Sanrin drehte sich zu ihr um und lächelte. Sie nannte der Magd eine Adresse. Sagen wir zur 4. Stunde nach dem Mittag? Kyria nickte. Dann bis dahin. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Sanrin fand schnell heraus, wo die Familie Neblin wohnte. Es war ein relativ kleines Anwesen in den Randbezirken des Hügelviertels. Am Vortag des Festes wartete Sanrin nachmittags in der Nähe des Hauses in einer Kutsche. Wie erwartet trat Kyria kurz vor der 4. Stunde nach Mittag aus dem Haus, verabschiedete sich artig von ihrer Herrin und ging auf die Straße. Ihr Gesicht spiegelte gleichermaßen Vorfreude und Anspannung wider. Sanrin konnte das zarte Pflänzchen der Hoffnung beinahe sehen, das ihr Angebot in der Markt hatte gedeihen lassen. Für einen winzigen Moment meldete sich Sanrins Gewissen, doch unter der Last all ihrer Taten war es nur noch ein hohles Flüstern. Als Kyria die Kutsche passiert hatte, gab Sanrin dem Kutscher mit einem Klopfen den Befehl, loszufahren. Das Gefährt ruckte an, holte schnell zu Kyria auf und glitt neben sie. Sanrin öffnete die Tür und beugte sich hinaus. »Hallo, Kyria«, sagte sie, »steig ein. Mein Gemahl hat heute noch einen Termin, daher dürfen wir keine Zeit verlieren.« Kyria sah überrascht auf, ergriff dann aber Sanrins dargebotene Hand und zog sich ins Innere der Kutsche. Sanrin schloss die Tür und klopfte abermals gegen die Decke. Der Kutscher ließ die Peitsche knallen und der Wagen beschleunigte. »Verzeih meinen Aufzug, ich komme gerade von einem Ausritt. Bist du aufgeregt?« »Ein wenig.« Tatsächlich schien Kyria sehr nervös. »Möchtest du etwas trinken?« Sanrin öffnete ein kleines Fach in der Vertäfelung des Wagens. »Ein Schluck Wasser?« »Gern, Herrin.« Sanrin füllte ein Glas und reichte es ihr. »Mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich habe meinem Gemahl schon deutlich zu verstehen gegeben, dass ich es nicht schätzen würde, wenn er dich ablehnt. Er muss nur den Anschein wahren, dass er die Entscheidung getroffen hat. Verstehst du?« Sie lächelte ihr verschwörerisch zu. Kyria nickte und trank ihr Glas leer. Sie sah aus dem Fenster, schien die ungewohnte Perspektive auf die Passanten zu genießen. Als die Kutsche abbog, runzelte die Stirn. »Verzeiht, Herrin, ist es nie...« Kyria kniff die Augen zusammen und blinzelte mehrmals. Das Glas entglitt ihren Fingern und zerschellte auf dem Boden. »Oh, Herrin, verzeiht, aber...« Ihre Stimme wurde zu einem unverständlichen Murmeln, dann seufzte sie einmal und fiel auf die Seite.
Mit leerem Blick starrte sie vor sich hin, ein Speichelfaden rann aus ihrem halb geöffneten Mund. Noch hob und senkte sich ihre Brust leicht, aber das würde bald aufhören. Das Gift wirkte schnell. Sanrin wälzte sie auf den Rücken und begann, das Mädchen zu entkleiden. Sie zog sie völlig nackt aus und entdeckte eine Kette mit einer kleinen Brosche am Hals ihres Opfers. Nichts Besonderes zwar, aber zu schade, um weggeworfen zu werden. Sanrin löste die Kette im Nacken des Mädchens. Ein letztes Mal holte Kirea Luft, fast so, als wolle sie gegen den Diebstahl protestieren. Dann lag sie still. Sanrin hielt kurz inne und schloss der Toten die starren Augen. Leise murmelte sie ein Gebet zum Totengott, bat ihn um sicheres Geleit für die junge Frau. Dann steckte sie die Brosche ein, knüllte die Unterkleider der Toten zusammen und warf sie achtlos in eine Ecke der Kutsche. Das Kleid und die Haube des Mädchens stopfte Sanrin in einen Beutel. Auf ein Klopfen von ihr hielt die Kutsche an. Sanrin vergewisserte sich rasch, dass niemand auf der Straße war, dann schlüpfte sie hinaus und schloss die Kutschentür hinter sich. »Wirf das Mädchen ins Meer«, befahl Sanrin kühl. »Aber vorher scherst du ihr den Kopf und bringst die Haare dann zu Begus. Er soll sich beeilen, ich brauche die Perücke bis morgen.« Der Kutscher nickte nur, gab den vorgespannten Reitechsen einen Befehl und das Gefährt rollte davon. Kirea würde auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Und falls sie doch angespült werden sollte, würde man sie nur für ein weiteres armes Ding halten, das in den düsteren Gassen der Altstadt überfallen und ermordet worden war. Stattdessen würde morgen Sanrin ihren Platz als Bedienstete auf dem königlichen Fest einnehmen und endlich ihre Rache bekommen. Ja, das ist der zweite Charakter. Ja, 5 Minuten. Der zweite Charakter, der hier eine Rolle spielt, die hat schon eine ganz andere Agenda, wie man sieht. Und der dritte Charakter ist ein Dieb. Der soll eigentlich die Feier nutzen, um aus dem Palast etwas zu entwenden, was dann durch den Aufstand auch noch durchkreuzt wird. Und der vierte Charakter ist der Hauptmann der Palastgarde, der eigentlich möchte, dass alles geruhsam in seinen Bahnen abläuft. Und auch der kriegt seine Probleme. Alle müssen eigentlich neu planen, müssen sehen, auf welcher Seite sie stehen und sich dann auch noch fragen, ob es die richtige ist. Ja, und das quasi 2/3 des Romans sind halt dieses Chaos, was diese Feier anrichtet und wie das ausgeht und wer am Ende noch lebt. Das könnt ihr halt in dem Roman nachlesen. Vielen Dank. Hallo zusammen, ich bin Elia Brandt. Und ich entführe euch heute für eine halbe Stunde in die Rote Wüste. Ich habe 2 Romane in diesem Setting bisher geschrieben. Sand und Wind ist der erste, Sand und Klinge, aus dem ich heute lese, ist der zweite. Es ist aber nicht schlimm, das funktioniert auch wunderbar ohne Vorkenntnisse aus dem ersten Teil. Der zweite ist relativ abgeschlossen lesbar, wobei es natürlich nett ist, wenn man die Figuren aus dem ersten Teil schon kennt. Ich fange eigentlich relativ ohne große Vorrede an, denn ihr werdet im ersten Kapitel, das ich euch dann vorlese, auch gleich unseren, da nennen wir ihn mal Helden der Geschichte, kennenlernen. Da würde sich gegen diese Bezeichnung vermutlich sperren, zu Recht. Kiro ist eigentlich ein Kind der Straße. Er hat über die Jahre hinweg gelernt, dass man besser sich sein Geld verdient mit kleineren Gaunereien, Diebstählen oder Ähnlichem als mit ehrlicher Arbeit. Ist damit auch einigermaßen durchgekommen, doch dann haben sich im ersten Band dieser Geschichte die Ereignisse ziemlich überschlagen, es ist einiges passiert und wir haben jetzt einen etwas anderen Status quo als zu Beginn des ersten Bandes und wie der aussieht, das werdet ihr jetzt dann gleich in der ersten Szene erfahren. Vorabgestellt lese ich euch 2 Zitate vor. In beiden Büchern sind zu Beginn des Romans 2 kurze Textausschnitte. Als Rollenspielerin würde ich sagen In-Time-Zitate, also Zitate aus der Welt, in der sich diese Geschichte bewegt. Und die geben so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommt. Auch wenn die Szenen, die ich euch jetzt rausgesucht habe, nicht ganz so düster sind, wie dieser Text vielleicht erahnen lassen mag. Traue nie einem Ifrit. Sinnspruch aus Zabahan. Sein Name ist Asche und Schwefel, sein Wesen ist Tod und Vernichtung. Wohin er auch schreitet, dort stirbt die Welt. Sein Atem vergiftet, sein Blick zerstört. Er ist der König aller Ifriten, der Herr über die Ewigkeit, der Gebieter über das Elend. Er ist Tabar, der Verderber, und die Verdammnis folgt ihm nach. Aus von den Namen der 222 Ifriten, beschlagnahmt und unter Verschluss, in der Palastbibliothek zu Ilas.
Also, haben wir eine Abmachung? Kiro hob die Brauen und blickte eindringlich in die großen schwarzen Augen vor ihm. Du wirst mich nicht ab, dann kriegst du jeden Abend die doppelte Ration, egal woher ich dich klauen muss. In Ordnung? Die Kamelstute schnaubte zustimmend und Kiro tätschelte ihr wohlwollend den Hals. Gutes Mädchen, ich wusste, wir verstehen uns. Er betrachtete die Karawane und ein Schauer überlief ihn. 2 Dutzend Kamele, voll beladen mit Proviant, Wasservorräten und Gastgeschenken. Dazu eine kleine Armee aus Wachen sammelte sich vor dem Palasttor. Er begann langsam zu erahnen, auf welche wahnwitzige Reise er sich hier eingelassen hatte. 40 Tage durch sengende Hitze auf dem Rücken eines schwankenden Trampeltiers, das konnte ja nur heiter werden. Zwar würden sie zahlreiche Bedienstete, 3 Kameltreiber, 1/2 Dutzend Palastwachen und 2 Wüstenführerinnen begleiten, doch die Aussicht, wochenlang durch glühenden Sand und Hitze zu reiten und sich die Oberschenkel und den Hintern wund zu scheuern, behagte Kiro kein bisschen. Außerdem hieß es, man würde vom Schaukeln auf einem Kamelrücken seekrank. Na, seid ihr soweit? Arasim grinste und ein verwegenes Funkeln lag in ihren dunklen Augen. Hoch aufgerichtet auf dem Rücken ihres Kamels machte sie eine wesentlich bessere Figur als Kiro und strahlte eine Aura aus Zuversicht und Vorfreude aus. Kiro lächelte resigniert und tätschelte seinem Kamel die Flanke. Wir freunden uns langsam an, schätze ich. Erhöht die Chancen, mir nicht den Hals zu brechen. So schwer ist es nicht, erwiderte Arasim lachend. Du musst nur die Bewegungen des Tieres spüren, seinen Rhythmus aufnehmen, eins werden. Sie grinste anzüglich. Quasi so, als würdest du... Ich hab verstanden, unterbrach sie Kiro schnaubend. Ehrlich, Prinzessin, das ist keine Vorstellung, in der ein Kamel vorkommen sollte. Oder ist das in deiner Heimat anders? Arasim verdrehte die Augen. Spar dir solche Spitzen lieber, wenn wir in Ilas ankommen, sonst steckst du zur Begrüßung kopfüber im Sand. Kein Problem, erwiderte Kiro lässig und stieg auf den Kamelrücken. Der Sand und ich sind gute Freunde. Er straffte sich, zupfte sein Kopftuch zurecht und ergriff die Zügel. Schwankend richtete sich das Kamel auf und vertrieb mit einem Kopfschütteln die Fliegen, die es umschwirrten. Kiro grinste. Na, Schritt 1 erfolgreich abgeschlossen. Im Grunde war es gar nicht so unbequem, auf dem mit Palmenfasern gefüllten Polster zu sitzen. Angenehmer jedenfalls als auf einem knochigen Pferderücken. Ein Hornstoß erfüllte die Luft und wehte über die akkurat geschnittene Wiese des Palasts hinweg. Kiro schluckte. Plötzlich zog sich sein Magen wieder zu einem kalten Knoten zusammen. Letzte Chance. Die letzte Gelegenheit, es sich anders zu überlegen, wegzulaufen, in die Gassen abzutauchen und wieder reiche Schnösel beim Hütchenspiel abzuziehen. Er schüttelte sich demonstrativ. Nein, er würde nicht kneifen. Arasim lenkte ihr Kamel neben ihn und zu seiner Erleichterung griff sie nach seiner Hand. Es tat gut, ihre Wärme zu spüren. Und ihr Lächeln, das wohlwollend auf ihm ruhte, das entschädigte für vieles. Er ließ den Blick über die Karawane wandern und blieb überrascht an einer massigen Gestalt hängen, die sich geschäftig zwischen den Kamelen und Reisenden hindurch manövrierte. Hauptmann Chassaras trug seine goldene Prunkrüstung mit einer Pfauenfeder am Kettenhelm und strahlte wie ein kleiner Junge, den die Eltern zum ersten Mal auf den Basar mitnahmen. »Na, Bursche«, donnerte er, als er Kiro erreichte und grinste breit. »Bereit für die große Reise?« »Geht so«, erwiderte der wahrheitsgemäß. »Ihr begleitet uns.« Der Hauptmann nickte. »Hab seine Erhabenheit drum gebeten. Gibt noch ein paar Dinge, die ich da drüben in Ilas erledigen muss. Man wird ja auch nicht jünger. Ist ohnehin friedlich hier und die Hofmarschallin hat alles im Griff.« Kiro lächelte und musste zugeben, dass es ihn freute, den Hauptmann bei sich zu haben. Bei all den Hofschranzen und katzbuckelnden Bediensteten schien er einer der wenigen im Palast zu sein, die sich nicht in Standesdünkeln verloren, sondern bodenständig geblieben waren. Außerdem mochte Kiro seinen derben Humor. Ein weiterer Hornstoß ertönte und Kiro straffte die Schultern. Die Torflügel des Palastes öffneten sich langsam und gaben den Blick frei auf die endlosen Dünen der roten Wüste, die sich bis an den Horizont erstreckten und mit dem stählernen Blau des Himmels verschmolzen. Kiro drückte Arasins Hand etwas fester und sah dann wie alle anderen hinauf zu einem halbrunden Balkon über dem Stadttor. Karevs klangvolle Bassstimme ließ das Geschnatter ringsum verstummen. Es spricht seine Erhabenheit, Elis Bensidef, der ehrwürdige Schar von Zarbehan, Sohn der Götter und Herr der Roten Wüste. Schlagartig war es still, während der Schar den Balkon betrat.
Elis trug einen prunkvollen, mit grünen und goldenen Fäden durchwirkten Kaftan und einen schneeweißen Turban mit der Muschelbrosche Zarbahans, versehen mit einer Pfauenfeder. Mittlerweile zweifelte niemand mehr daran, dass dieser Mann der perfekte Herrscher für Zarbahan war, und sein selbstsicheres Auftreten sprach ebenfalls für ihn. »Dieser Tag«, begann Elis mit getragener Stimme, »ist ein besonderer Tag für uns und für unser wunderbares Reich. Jahrhundertelang währte der Zwist zwischen Zarbahan und Ilas, ein Streit so alt, dass niemand mehr seine Ursache zu erahnen vermag. Vor rund 30 Jahren gipfelte dieser Konflikt in einem Krieg, der vielen tapferen Männern und Frauen das Leben kostete. Und unsere Mutter, möge sie ewig im Sonnenreich regieren, sah es als ihre Pflicht, diesen grässlichen Streit zu beenden. Heute stehen wir kurz davor, dieses Ziel endlich zu erreichen.« Er hielt kurz inne, Jubelrufe wurden laut und Arasin drückte sanft Kiros Hand. »Dein Verdienst«, sagte ihr Blick, und er lächelte. »Ja, er hatte schon dazu beigetragen. Nicht ganz unerheblich sogar, das musste er zugeben.« »Der Frieden mit Ilas soll fortbestehen«, verkündete Elis. »Und Bündnisse der Herzen sind bekanntlich stärker als die des Blutes. Wir sind froh, dass sich Kiro Ben-Sidef und Prinzessin Arasin Bint Alaak entschlossen haben, ein solches Bündnis einzugehen. Nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Wir beten zu den Göttern, dass es ewig halten möge.« Erneut ertönten Jubelrufe und Kiro spürte die Röte in seine Wangen schießen. Früher hatte er gern mit seinen Romanzen geprahlt, doch hier und jetzt von wildfremden Leuten dafür gefeiert zu werden, dass er dem Schar die Braut ausgespannt hatte, war seltsam. Selbst für seine Verhältnisse. Und dass Elis dem Ganzen mehr oder weniger wohlwollend zugestimmt hatte, machte es nur etwas besser. Elis sprach noch einige ausschweifende Worte zum Friedensbündnis mit Ilas. Und Meister Ukbar, der Priester des Schahs, umrundete derweil die Karawane. Mit salbungsvollen Gebeten hüllte er die Reisenden in seinen Weihrauch und Kiro stimmte stumm in seine Segenswünsche mit ein. Hoffentlich war Brahe gnädig und verbrannte ihm nicht sämtliche Haut am Körper. Und hoffentlich schenkte Nisat ihnen genug Wasser für die Reise. Kiro war nie besonders fromm gewesen und hatte die Gesetze der Götter mehr als einmal über Gebühr gedehnt. Aber jetzt hoffte er inständig, sie würden ihm seinen jugendlichen Leichtsinn vergeben und ihre schützende Hand über ihn halten. Er würde es verdammt nochmal brauchen. Während zwei Kameltreiber die Tiere in eine Reihe scheuchten und Hauptmann Chassaras mit dröhnender Stimme Befehle brüllte, stieg Elis die Stufen herunter und schritt seinerseits die Karawane ab, um sich persönlich zu verabschieden. Er ergriff Arasins Hand und hauchte lächelnd einen Kuss darauf. »Ich wünsche euch eine gute Reise, Prinzessin. Es war mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Und es würde mich freuen, von euch zu hören. Auch wenn uns viele Dutzend Meilen Wüstensand trennen.« »Die Ehre ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte Arasin und schenkte ihm ein Lächeln. So absurd es klang, die Beziehung zwischen den beiden hatte sich merklich entspannt, seit sie ihre Verlobung gelöst hatten. »Ich schreibe euch, sobald wir Ilas erreicht haben.« Auch Kiro und Elis reichten einander die Hand und Elis seufzte. »Ich bedauere, dass du gehst. Da gewinne ich einen Freund und muss ihn ein paar Jahre, Monate später schon wieder ziehen lassen.« »Ja, ein Jammer«, Kiro lächelte. »Aber einer muss sich ja für das Friedensband opfern.« Arasin piekste ihm von der Seite in die Rippen und er krümmte sich kichernd. Elis lächelte mild. »Ich wünsche euch beiden alles Gute. Ich hoffe, du wirst dich in Ilas wohlfühlen.« »Das hoffe ich auch«, dachte Kiro zerknirscht, während ihm wieder der Gedanke an 6 Wochen Wüstenhitze durch den Kopf spukte. »Mach's gut und schreib mal. Arasin will, dass ich lesen lerne.« Elis nickte. »Werde ich. Leb wohl.« Auf sein Zeichen hin ertönte ein erneuter Hornstoß, begleitet von einem Chor aus Fanfaren. Gemächlich setzte sich der Zug in Bewegung und das Kamel unter Kiro schwankte heftig von rechts nach links. Er krallte die Finger in das Fell des Tieres und fand sein Gleichgewicht wieder. Der mächtige Schatten des Palasttors legte sich über sie und wich im nächsten Moment der orange-roten Abendsonne, die die Verzierungen auf den Mauern und Türmen schillern ließ. Kiro blinzelte ins Licht. Die Straße, die hinaus in die Wüste führte, war von Menschenmassen gesäumt. Schaulustige reckten die Köpfe, jubelten, streuten Lotusblüten oder riefen ihnen Segenswünsche hinterher. Kiro konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Irgendwie hatte es schon was vor sich, für sich dermaßen hofiert zu werden. Kiro Ben-Sidef, Fürst der Gosse.
und künftiger Prinzgemahl von Ilas. Verdammt. Kiro schluckte den Anflug von Panik hinunter und richtete den Blick nach vorne, wo die Höcker der Kamele bedächtig auf- und abschaukelten. Wüste und Sand, soweit das Auge reichte. Ein Anblick, der ihn ehrfürchtig schaudern ließ. Hier und da ein schroffer Felsen, der aus den Dünen ragte. Ein abgebrochener Baum, wie eine karge Hand zum Himmel gestreckt. Der Wind malte flüsternd Muster auf den Sand, die unter der nächsten Böe verschwammen. Zeichnete scharfe Kanten und verschlungene Linien in einer perfekten Komposition aus Gelb, Rot und Braun. Kiro spürte eine Woge der Euphorie, die über ihn hinwegfegte. Der Sand war sein Element, sein Wesen, unstet, fließend, immer in Bewegung. Es passte so viel besser zu ihm als fester Stein, selbst wenn er in den letzten Monaten gelernt hatte, auch diesen mit Magie zu formen. Wirklich wohl fühlte er sich nur, wenn Sandkörner durch seine Finger flossen oder seine Zehen umspülten. Vielleicht war Ilas doch die richtige Heimat für ihn. Ja, und so bricht Kiro zusammen mit seiner Verlobten, Prinzessin Arasin, in deren Heimatstadt Ilas auf, eine Oasenstadt mitten in der Wüste, die rein von der Mentalität her sich sehr stark von der von Kiros Heimat Zauberhan unterscheidet. Die Menschen in Ilas wissen, wie es ist, unter Entbehrung zu leben, inmitten der Wüste zu überleben, sind ein sehr stolzes, ein sehr kriegerisches Volk. Und Kiro mit seiner Straßenschleue und seinem losen Mundwerk kommt da nicht so wahnsinnig gut an. Das heißt, er hat sich am Anfang schon einige Schwierigkeiten, sich an die dortigen Gepflogenheiten zu gewöhnen, schafft es auch elegant, von einem Fettnäpfchen ins nächste zu treten und macht so seinen Einstand dort nicht unbedingt einfacher. Hinzu kommt, dass Arasin sich auch noch ein bisschen mit ihrer Familie herumschlagen muss, denn auch die Familie ist nicht so ganz happy mit dem neuen Verlobten, den sie mitgebracht hat. Zum einen, weil man in Ilas Magie eher skeptisch gegenübersteht und zum anderen, weil sich ihr Vater und ihre Brüder natürlich auch fragen, warum sie irgend so einen Gossenjungen mitgebracht hat. Letztlich bleibt Arasin nichts anderes übrig, als ihren Bruder, der genau wie sie ein Auge auf den ilasischen Thron geworfen hat, zu einem Zweikampf zu fordern. Und hier steigen wir jetzt ein, diesmal aus Sicht von Arasin. Ein dumpfer Glockenschlag hallte über die Arena hinweg, verjagte die fröhlichen Stimmen und das aufgeregte Geschnatter und hinterließ nichts als Schweigen. Arasin straffte sich, positionierte sich ihrem Bruder gegenüber am Rand der Arena. In die atemlose Stille hinein trat die Priesterin in die Mitte des Kampfplatzes, reckte die Arme in die Höhe und rief mit donnernder Stimme die Flammen des Baral herab. Arasin schloss ergeben die Augen. »Besiegelt mit Blut«, schrie die Priesterin, »mit Flammen gereinigt. Der Herr der Sonne blickt wohlwollend auf diesen Kampf.« Die Menge johlte. Arasin straffte sich wortlos, Sakuna in die Augen. Sie wusste genau, was die Zuschauerinnen und Zuschauer dachten, wen sie als Sieger dieses Kampfes wähnten. Kuda war der erste Krieger des Königs. Er trug stolz zahllose Narben zur Schau und die Gegner, die er getötet hatte, waren noch zahlreicher. »Ihr werdet schon sehen.« Kuna war groß und stark, aber sie war schnell und wendig. Und er würde sie zweifellos unterschätzen. Außerdem hatte sie unter den strengen Anweisungen ihrer Mutter jahrelang mit dem Kamsagir trainiert. Im Gegensatz zu Kuna, der immer schon den Skimitar bevorzugt hatte und mit der traditionellen Sichelklinge nichts anzufangen wusste. Dennoch, seit ihrer Abreise aus Ilas hatte sie die Waffe nicht mehr in der Hand gehalten und nicht mehr damit geübt. Sie war alles andere als gut in Form. Ein junger Brahlpriester betrat die Arena, umweht von einer Wolke aus Weihrauch. Er trug ein rotes Samtkissen vor sich her, auf dem die beiden Waffen lagen, und das Skorpion-Amulett, um das sich ihr Zweikampf drehte. Respektvoll betrachtete Arasin die beiden auf Hochglanz polierten Sicheln. Das Wort Kamsagir, ein Begriff aus der alten Sprache der Wüstenvölker, bedeutete so viel wie kleiner Mond und beschrieb damit die Form der traditionellen Klinge. Aus der Sichel war das Kopesch geworden, das Sichelschwert ihrer Vorfahren. Und daraus der Skimitar, der Krummsäbel, den in Ilas alle Krieger zu führen lernten. Das Kamsagir zu meistern war anspruchsvoll und seine Klinge tödlich. Selbst bei erfolgreicher Parade konnte das spitze Ende der Sichel noch den Bauch, den Oberschenkel oder schlimmstenfalls den Hals aufreißen und tiefe Wunden schlagen. Arasin unterdrückte ein Seufzen. Du musstest dich ja ausgerechnet für diese Waffe entscheiden. Auch Kuna trat näher, beäugte die Waffen mit flüchtiger Skepsis.
Arasin kannte ihn gut genug, um zu sehen, dass sein selbstbewusstes Auftreten nicht weiter als Fassade war. Er versuchte, seinen Ruf zu wahren. Aber in Wahrheit hatte er Angst. Vielleicht nicht so viel Angst wie Arasin, aber doch genug, um verunsichert zu sein. Die Herausforderin, verkündete die hohe Priesterin mit schneidender Stimme, wählte das Kamsagir. Der Kampf wird ausgetragen bis zum Tode oder bis zur Aufgabe. Arasin nickte. Bis zum Tode. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Kuna aufgeben würde. Lieber würde er sterben. Bei Bral und Nisat, Kiro hatte recht, das hier war Wahnsinn. Aber sie konnte nicht zurück. Sie wollte nicht zurück. Die Priesterin murmelte weitere Anrufungen. Sie rieb Arasins und Kunas Körper mit einem Öl ein, das intensiv nach Myrrhe und Mandeln duftete, und zeichnete ihnen das Symbol der Flamme mit rotem Sand auf die Stirn. Tretet vor! Arasin gehorchte. Zwischen ihr und Kuna postierte sich der junge Priester und hielt ihnen die Waffen entgegen. Arasins Finger zitterten, als sie den Griff der Sichel umfasste und sie vom Kissen nahm. Es fühlte sich ungewohnt an, viel leichter als der Skimitar schneller. Sie ließ die Sichel einige Male durch die Luft fahren, führte einige Schläge aus. Nicht wirklich gut. Zu langsam. Zu ungelenk. Nehmt eure Position ein. Arasins Knie wurde weich. Nicht die Nerven verlieren. Stark bleiben. Sie sah sich im Rund um und entdeckte Kiro. Er stand direkt in der ersten Reihe, die Fäuste geballt, die Lippen zusammengepresst, aber trotzdem schenkte er ihr ein Lächeln und zwinkerte ihr zu. »Mach ihn fertig«, sagte sein Blick. Arasin konnte nicht anders, sie musste lächeln. Der Kerl war ein unbeherrschter Narr, aber sie liebte ihn, trotz allem. »3«, Arasin straffte ihre Schultern, ließ die Arme im Gelenk kreisen. »2«, sie schob das Standbein vor, ging leicht in die Hocke und fixierte Kuna. Er hob die Sichel über den Kopf, zum Schlag bereit. Arasin hielt die Waffe vor den Körper, die Sichel nach unten gerichtet und hob den linken Arm vor die Brust. »1«, ein schwerer Gong wehte über den Kampfplatz hinweg und Kuna griff im selben Moment an. Die Sichel sauste von oben auf Arasin zu. Deren linke Hand schoss instinktiv nach vorne und packte Kunas Unterarm. Das Öl machte seine Haut glitschig und Arasin krallte die Fingernägel in sein Fleisch. Er war stark, stärker als sie. Er würde den Block brechen und ihr die Klinge durch den Schädel treiben. Außer ich bin schneller. Arasin riss ihr Kamsagir nach oben, zielte auf Kunas Bauch, zwang ihn weit zur Seite zu greifen, um ihren Arm festzuhalten. Schweiß rann ihr in die Augen, vermischte sich mit dem Öl. Bral, verdammt, das Zeug brannte. Beide Kontrahenten starrten sich an, jeder die Sichel zum Schlag bereit, die zweite Hand um den Waffenarm des anderen gekrallt, verkeilt wie bei einer Balgerei. Eine Balgerei auf Leben und Tod. Arasin wartete, reizte es aus, bis sie fürchtete, dass ihre Kraft nicht mehr ausreichen würde, um Kuna festzuhalten. Dann zog sie den Waffenarm nach innen, heraus aus Kunas Griff. Das Reißen von Haut, Blut in rotem Sand. Kuna brüllte wie ein verletzter Löwe. Er versetzte ihr einen Stoß. Sie wich zurück, federte ab und warf sich sofort in Pose, die Sichel hoch erhoben. Kuna schnaufte. Sie hatte ihn an der Hüfte getroffen. Nur ein oberflächlicher Schnitt, aber er sah schmerzhaft aus. Und er behinderte seine Bewegungen. Das war gut. Mit einem zornigen Aufschrei rannte Kuna auf sie zu, zielte auf ihren Kopf. Diesmal reagierte Arasin zu langsam. Sie bekam seinen Arm nicht mehr zu fassen. Musste die Sichel hochreißen, um zu parieren. Die Wucht des Aufpralls vibrierte in ihrem Handgelenk. Arasin keuchte. Kuna war ihr so nah. Er legte all seine Kraft in den Schlag, zwang sie zur Kapitulation. Die scharfe Spitze war direkt vor ihr. Und ich verrate jetzt natürlich nicht, wie dieses Duell ausgeht. Na, das war ja zu leicht. Das könnt ihr dann selber rausfinden in Sand und Klinge. Denn neben diesen ganzen familiären und persönlichen Streitigkeiten gibt es noch eine sehr düstere, sehr bedrohliche Macht, die sich auch noch in diese Geschichte einzumischen droht. Und wie es Kiro oder ob es Kiro und Arasin und ihren Begleitern gelingt, diese abzuwenden, könnt ihr nachlesen. Dankeschön. Gibt es noch Fragen von euch? Ja, Frau Lang. Sicherkampf habe ich schon, glaube ich, noch nie wirklich gesehen oder gelesen. Wie bist du drauf gekommen? Das fragst du doch mit Absicht, weil du weißt, wie ich drauf gekommen bin. Ja, es ist wir waren auf einer Lesung in München bei den Gladiatores, in deren
Fechthalle und da hingen schöne Waffen überall, ne? Schöne Schwerter und so weiter und da hingen Sicheln. Und Kirsten und ich schauten diese Sicheln an und dachten uns, boah, Sichelkämpfe, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Und dann kam ich an diese Stelle und dachte mir, okay, Zweikampf. Irgendwie Schwerter, Säbel, das ist irgendwie fade. Muss irgendwas Cooles her. Sicheln war ja doch die Idee. Und tatsächlich gibt es sehr schöne YouTube-Videos auch dazu. Kann man sich mal anschauen bei Gelegenheit, ist sehr spannend. Und so kam das dann mit den Sicheln. Ja. Wenn man von deiner sympathischen Stimme nicht genug kriegen kann, wo kann man dich vielleicht denn noch hören? Ja, die Werbejingle einführen. Ich bin Teil des wunderbaren Nerding Trash Talks mit Philipp und Elea. Ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen, YouTube, Podigy, wo auch immer ihr gerne hört, Spotify. Und wir reden über Nerdkram, Rollenspielkram, Comics, Fantastik, alles, was uns so in den Sinn kommt. Genau. Und falls ihr jetzt irgendwie Lust habt, eins von diesen Büchern zu erstehen, die findet ihr beim Verlag Ohne Ohren. Ich gehe da jetzt auch schön langsam hin. Also falls ihr eins kaufen wollt, wo ich euch noch irgendwas reinschreiben soll, dann auch das gerne. Dankeschön. So, ich sitze hier wieder zusammen mit einem Bekannten von letzten Jahr. Stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin der Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und der Podcaster vom Nerding und niveauvollen Trash Talk. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns ja schon sehr früh getroffen, aber du hast sicherlich in der Zwischenzeit schon einiges gesehen. Was waren denn heute so deine Highlights? Ich war unter anderem im Verlagspanel vom Thorsten Loh, was die große Enttäuschung war. Also es war sehr schön, aber man geht ja eigentlich hin, weil der Thorsten selber liest, weil wir wissen alle, er ist ein begnadeter Redner. Aber stattdessen haben seine Autoren selber vorgelesen. War trotzdem schön, aber es war halt nicht der Thorsten. Ich war unter anderem bei der Judith Vogt, Christian Vogt und James Sullivan. Die haben so Science-Fiction-Kram gemacht. Das war richtig cool, weil es so eine szenische Lesung war. Und mein persönliches Highlight war Königsfeuer von Jörg Benne. Das ist mein persönlicher Roman des Jahres gewesen und obwohl ich natürlich schon gelesen habe, habe ich mir gedacht, hörst du dir nochmal vom Autor direkt an und er hat es gut gemacht. Ja, du hast ihn ja schon massiv bei euch im Podcast vorgestellt und ich durfte mir auch einen Einblick machen, wir haben den auch in diesem Podcast mit drin und ja, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Was steht denn heute noch auf deinem Plan? Gar nicht mehr so viel. Ein bisschen Socializing, ich meine, du kennst es ja auch. Ich mache noch ein paar Interviews für unseren Podcast, wo wir morgen die neue Folge aufnehmen werden. Ja, du wolltest mich ja noch unbedingt interviewen. Es ist noch ein bisschen Vorbereitung, weil in einem Monat ist ja die Dreieckcon und da verleiht die Dreieckcon gemeinsam mit mir einen Preis. Und na, so ein bisschen Vorbereitungsgespräche, du weißt, wie es ist, und ein bisschen Marketing. Wir haben jetzt gerade noch ein Video für Instagram gedreht, was irgendwie ein bisschen cringe aussieht, aber solange es Werbung ist, ist es gut. Und das ja, also wir verleihen da den Goldenen Stefan, also den Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik. Der wird seit letztem Jahr verliehen auf der Dreieckcon und letztes Jahr ist anscheinend sehr gut angekommen. Es waren viele Zuhörer da und du hast ja sogar die Laudatio gemacht für die Comics. Deswegen, es kann nur gut sein, wenn du dabei bist. Und dieses Jahr war halt so begeistert die Dreieckcon-Orga, sie gesagt, hey, wir sponsern noch neben dem normalen Preis einen Bonuspreis und zwar für das Lebenswerk von irgendjemandem, der sich um die deutsche Rollenspielszene verdient gemacht hat. Und da gibt es eine richtig große Verleihung mit Laudatio, mit einem fetten Glaspokal, wo eingraviert ist und alles. Ich denke, das wird ganz schön. Es ist Dreieckcon am Samstag, 14 Uhr im Lichtsaal. Das sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Das Lebenswerk, also ich habe ja natürlich schon abgestimmt, als du es rumgeschickt hattest. Das Lebenswerk, das wählt ihr selber aus. Ganz genau, da gibt es eine Fachjury. Das ist der einzige Preis, der von der Jury gemacht wird, weil alle anderen Preise, also bestes Rollenspiel, beste Rollenspielerweiterung, bestes Brettspiel, beste Literatur und bester Comic wird ja von den Lesern direkt bestimmt. Okay, man darf gespannt sein. Da gibt es ja einige, die da so einen Preis verdient hätten. Da bin ich sehr gespannt, wer den allerersten jetzt bekommt. Aber wenn du sagst, wir, es hat sich ja ein bisschen was geändert bei euch im Podcast. Vielleicht kannst du darüber nochmal berichten. Genau. Und zwar haben wir jetzt eine neue Co-Hostin. Ich hatte ja mal das mit Herbert gemacht, für 8 Folgen lang. Und ich rede mal so ein bisschen metaphorisch. Nachdem der Podcast dann erfolgreich geworden ist, war ihm dieses Influencer-Leben ein bisschen zu viel. Er ist ja doch der zurückgezogene Mensch von uns beiden.
Und dann habe ich so ein bisschen erst mein eigenes Spin-off gemacht, weil ich überlegt musste, wie ich weitermachen kann, ich ohne Herbert den Podcast so weitermachen, wie ich wollte. Und dann kam irgendwann die Elea um die Ecke, mit der ich auch mal eine Spin-off-Folge hatte und habe gesehen, hey, das harmoniert sehr gut mit uns beiden. Und jetzt haben wir, ab morgen tun wir die vierte Folge aufnehmen. Und es haben wir wirklich sehr gut, weil die Elea ist ja Autorin und Psychologin. Das heißt, sie hat auch eine sehr große Bandbreite an Wissen, was sie einbringt, wenn wir zum Beispiel Filme analysieren. Zum Beispiel in der neuen Folge reden wir über Joker. Und ich meine, sie als Psychologin über Joker, das ist doch ideal. Und als Autorin hat sie auch einen guten Szene-Einblick. Sie ist auch sehr viel, noch mehr als ich, vernetzt mit den ganzen Verlagen und kann deswegen immer so interner ausplaudern. Und ich denke, sie ist eine echte Bereicherung. Ja, interner ausplaudern, das hört sich schon mal sehr gut an. Okay, was würdest du sagen, hat sich jetzt geändert so im Vergleich zum Herbert? Es ist ein bisschen seriöser geworden. Vielleicht sogar, es ist deutlich seriöser geworden. Der Herbert, der war ja immer so ein kleines bisschen dadaistisch und intellektuell unterwegs. Immer so eine Melange aus beiden. Während jetzt ich im Prinzip den witzigen Part übernehmen muss und ich bin nicht so witzig, deswegen ist es einfach wirklich sehr seriös geworden. Aber ich denke, wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Hörfluss. Im Gegensatz beim Herbert, wo auch zwischendurch mal halt Witze kamen, die einfach unterbrochen haben, weil wir uns gegenseitig erstmal diskutiert haben, ist es wirklich jetzt der Humor für die Hörerinnen und Hörer oder kann man das drin lassen, können wir das rausschneiden? Und jetzt mit der Lea, wir flutschen da einfach durch die 2 Stunden pro Folge. Das heißt, da gibt es keine dreckigen Witze mehr. Was ist da nur passiert? Es gibt schon dreckige Witze, aber sind etwas handzahmer als vorher. Okay, ich bin sehr gespannt, wie sich das bei euch weiterentwickelt. Es hört sich sehr harmonisch an, jetzt schon, obwohl ihr ja das noch nicht lange zusammen macht und macht auf jeden Fall Spaß, dazu zu hören. Auch wenn man so wie ich jetzt nicht so tief in der Rollenspielszene verwurzelt ist, kommen ja auch immer mal andere Themen da mit rein oder es wird auch so erklärt, für das auch Laien, wie ich das dann verstehen und vielleicht Spaß dran empfinden, das ein oder andere doch mal auszuprobieren. Vielen, vielen Dank für das Lob. So, dann bin ich jetzt bei dem Part, wo du mal Empfehlungen abgeben kannst. Jörg Bender hast du ja schon angepriesen. Der war beim letzten Jahr schon im Interview und dieses Jahr mit einer Lesung dabei. Die Elea werden wir nachher wahrscheinlich auch noch bei einer Lesung aufzeichnen. Was hast du denn sonst so in letzter Zeit gelesen, was man gelesen haben muss? Das ist eine schwere Frage. Ich habe gar nicht so viel gelesen, weil jetzt die Vorbereitungszeit war für den Leserpreis. Wenn du auf so ein bisschen Regional-Krimi in Richtung Horror stehst, dann hat Thomas Michalski Verdorbene Asche geschrieben. Das ist halt, spielt in der Eifel, der ist auch ein echtes Eifelkind. Und da geht es um so ein Osterfest, was aus dem Ruder läuft. Und aus einem Mordfall an einem Priester wird dann alles so ein bisschen Okkultismus und eine alte Hexerei von vor ein paar hundert Jahren. Das ist gruselig, aber es ist jetzt nicht blutiger Horror, sondern es ist mehr so Suspense. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was jetzt bald rauskommt, wo ich sehr gespannt ist, obwohl es jetzt ein Rollenspiel ist, und zwar es gibt von Thorsten Loff die Herbstlande-Reihe. Das sind jetzt mittlerweile 2 Romane, eine Anthologie, ein Reisejournal. Und da kommt jetzt bald ein Rollenspiel raus, wo man halt selber bereisen kann. Und ich meine, wer vielleicht schon mal von dem Roman gehört hat, das ist schon eine sehr dichte, ausgearbeitete Welt. Und ich weiß von vielen, die auch wirklich Lust haben, das mal selber zu erleben. Ich meine, du kennst es ja selber wahrscheinlich, du liest einen Roman oder siehst einen Film und denkst dir so, boah, was machen die denn jetzt schon wieder für einen Quatsch? Und da hast du halt selber die Chance, das zu machen. Das ist halt die Freude, das gilt für alle Rollenspiele, nicht nur für das Herbstlande-Rollenspiel. Bei allen Rollenspielen ist ja halt der große Vorteil, dass du die Geschichte selber erleben und bestimmen kannst. Okay. Wie sieht's denn aus mit so einem kleinen, kannst du jetzt schon ein Fazit ziehen, so einem diesjährigen Buchhorn? Es ist wieder sehr schön. Die Besucher sind alle nett, die Stimmung ist sehr gut. Die Autorenlounge ist diesmal nicht so exklusiv, das heißt, man kommt auch rein, ohne dass irgendjemand einen kontrolliert. Wobei wir beide als Presse kommen ja sowieso rein. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen entzerrter ist. Also ich habe das Gefühl, die Gänge sind breiter, man drängt sich nicht mehr so sehr. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr schön. Es ist, was ein bisschen traurig ist, Feder und Schwert ist ja nochmal da mit einem großen Stand. Die waren ja die letzten paar Jahre immer da. Und wir wissen ja, dass der Verlag insolvent gegangen ist. Und es sind auch ein paar Mitarbeiter da, die jetzt zum Ende des Monats nicht mehr dann da sein werden. Also es ist schon so ein bisschen eine gedrückte Stimmung. Aber andererseits ist sie auch ein bisschen euphorisch, weil sie es doch noch geschafft haben, jetzt kurz vor der BuCon oder auf der BuCon ein paar Produkte rauszubringen, die halt in der Schwebe waren jetzt für das halbe Jahr.
und die sind doch noch gekommen. Und ich habe schon mal durchgeblättert, es ist ein paar gute Sachen dabei, ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel World Inclusive. Das ist ein Essayband mit mehreren Essays zum Thema, wie man, eigentlich geht es ja um Rollenspiele, wie man Rollenspiele diverser gestalten kann. Also dass du jetzt nicht immer den Klischee Buschbewohner hast, sondern die ein bisschen komplexer darstellst und nicht so mit Vorurteilen behaftet. Der Moha. Beispielsweise. Und klar, das ist natürlich aufs Rollenspiel bezogen, aber auch wenn du zum Beispiel selber ein Buch schreibst oder so, da sind ganz viele Tipps und Tricks drin in den Essays, die du halt verwenden kannst, damit du halt nicht nur Klischee-Abziehbilder hast, weil wir kennen das ja alle, irgendwann nervt es halt, wenn immer dieselben 0815 Charaktere da sind. Okay. Was mir aufgefallen ist bei den Lesungen, mir fehlt so ein bisschen der große Raum in der Bücherei drüben. Weil der wird anscheinend renoviert oder was, der steht zwar auf, aber es ist keine einzige Lesung, was heißt, dass auch also bekanntere Autoren, die dadurch natürlich auch mehr Publikum anziehen, in sehr kleinen Räumen teilweise drin sind, da wird schon ein bisschen beengter als sonst. Das war so mein Fazit, was ich jetzt, wir haben es vorhin bei Familie Vogt und James Sullivan gesehen, dass es da auch schon ziemlich eng wurde und ich bin mir sicher, wenn Bernhard Hennen dann gelesen hat, dann wird es auch ziemlich eng sein in diesen Räumen. Aber gut, da kann man der Orga natürlich keinen Vorwurf machen, wenn da gerade renoviert wird. Aber es wäre schön, wenn es beim nächsten Jahr wieder der Platz für die ganz großen Lesungen wäre. Man kann es natürlich auch positiv sehen, dass auch eine große Resonanz da ist. Ich meine, ich erinnere mich nur mit Schrecken zum Beispiel. Wir beide waren letztes Jahr, glaube ich, auf der Dreieckcon, was ja primär eine Rollenspielmesse, Rollenspiel-Convention ist. Da gibt es ja auch immer ein paar Lesungen und da hat jemand einen Rollenspielroman vorgelesen und da waren, weiß ich nicht, du, ich und, glaube ich, noch ein oder zwei Leute da. Das ist natürlich auch traurig. Dann ist es andersrum besser, wenn halt der Raum voll ist. Das stimmt. Also das hat man deutlich. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere auch sagt, wenn es bei dem voll ist, gehe ich halt mal in was anderen, erweitere meinen Horizont und wenn es dazu führt, wäre es ja auch schon wieder eine schöne Sache. Genau, das ist der große Vorteil in der BuCon, weil halt auch so viele Räume sind und so viele Autorinnen und Autoren, dass du einen großen Bereich an Fantastik hast, der abgedeckt wird. Ich war zum Beispiel dieses Jahr auf der MarborCon, die als die zweitwichtigste Fantastikmesse gilt, die halt wesentlich kleiner ist. Da gibt es auch nur zwei Leseslots jeweils gleichzeitig. Und da ist halt alles sehr stark fokussiert auf dunkle Fantastik, vielleicht noch ein bisschen Okkultkrimi oder so. Ganz stark fokussiert. Und hier hast du so eine Bandbreite von so ein bisschen Horrorkrams oder so bis zu politischem Kram, also natürlich im Fantastikbereich, bis hin zu, wie heißt das neue Genre? Hope-Punk, was die Vogts jetzt vorgestellt haben. Ja, also das ist der Vorteil. Du lernst halt Sachen kennen, die du vorher nicht kennst. Und ich weiß gar nicht, ich habe dieses Jahr nicht gesehen, aber letztes Jahr zum Beispiel war ganz viel irgendwelche Werwolf-Love-Stories da. Also nicht, dass mich das interessieren würde, aber es ist schön, dass diese ganze Vielfalt abgebildet wird. Ja, Vielfalt abgebildet ist ein Stichwort. Also für mich ist es schon fast zu viel, weil zeitgleich immer mindestens zwei Sachen sind, die ich mir sehr gerne anhören würde. Und da sind noch keine Sachen dabei, von denen ich noch nie was gehört habe, weswegen ich ja eigentlich auch so ein bisschen da bin. Also das ist für mich sehr, sehr schwierig, mich da zu entscheiden. Und ich fände es halt gut, wenn das anders dokumentiert würde. Wenn du zum Beispiel beim Comic-Salon Erlangen bist, um einfach mal auf ein anderes Messeformat rüberzugehen, da gibt es eigentlich bei jedem Panel, was irgendjemand macht, das wird mitgeschnitten. Und du kannst dir nachher auf YouTube oder auf der Homepage desjenigen, der es mitschneidet, zum Beispiel Splash-Pages macht das zum Beispiel immer, kannst du dir es angucken und kannst das im Nachhinein nochmal ansehen, was ich eine sehr schöne Sache finde, um einfach da auch nochmal, und das fehlt mir hier so ein bisschen, das mitgeschneide und dass ich dann wirklich das nochmal nachbereiten kann. Ich meine, wie gesagt, zwei, drei Sachen haben wir jetzt auch selber schon aufgezeichnet an Lesungen, okay, aber es ist natürlich im Vergleich zu allem, was hier läuft, wirklich von 10 bis 20 Uhr 8 Panels gleichzeitig, ist es natürlich nur minimal. Ja, das ist tatsächlich eines der großen Probleme. Ich weiß gar nicht, warum die das nicht machen. Da müsstest du mal die Organisatoren fragen, die sind ja immer offen und haben ein offenes Ohr auch für Kritik und Anregungen. Eine Alternative wäre natürlich, diese Veranstaltung über zwei Tage laufen zu lassen, statt über einen Tag. Aber das wurde ja schon sehr, sehr oft besprochen. Ich habe auch schon sehr oft Diskussionen mitbekommen, auch mit der Organisation. Und es lohnt sich nicht so wirklich. Also ich meine, wir wissen es ja beide vielleicht von der Dreieich, am zweiten Tag, am Sonntag ist halt immer wesentlich, wesentlich weniger. Und
dann sind auch die Lesungen nicht so voll. Und wenn du schon Autor bist und mal die Lesung ergattert hast, das ist ja immer ein sehr harter Kampf um Stände, vor allen Dingen aber auch um Leseslots. Und wenn du dann irgendwie sagst, oh geil, ich habe eine Lesung bekommen und dann hast du irgendwie doch nur zwei Leute drin, wie wir es vorhin erzählt hatten, ja, dann ist es dann trotzdem traurig. Und musst dir mal gucken, ist ja auch ganz viele Manpower. Also ich habe letztens erst für die Dreieckkonne mich mit den Organisatoren unterhalten und es ist richtig viel Aufwand dahinter. Und hier ist noch ein, ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber ein etwas älteres Team als bei der Dreieich, die auf ein sehr junges Team setzen. Und es ist natürlich auch anstrengend. Ob das halt wirklich zwei Tage, es ist schön so ein Tag. Also ich muss sagen, es müssen ja auch nicht zwei Tage sein. Okay, hast du noch was für unsere Zuhörer, was du ihnen berichten möchtest? Stimmt für den goldenen Stefan ab. Es gibt halt auch, wenn ihr ja der vorherigen Comic-Hörer, Comic-Leserinnen und Leser, genau. Und man kann über die Comics abstimmen. Es gibt zwei Runden. Einmal aktuell läuft die Vorrunde. Das geht noch ungefähr eine Woche. Ich weiß noch nicht, wann du es online stellst, wo man halt die Longlist bestimmen kann. Und dann gibt es nochmal eine zweite Runde, die Hauptrunde, wo du quasi dann aus diesen Longlists, das sind die Top 20, die besten drei Plätze bestimmen kannst. Und die werden dann hier auf der Dreieckcon ausgezeichnet. Sehr gut, lasst euch das nicht entgehen. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon abgestimmt, sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Und auch in den anderen Bereichen ist es auch so, dass man, wenn man auch nur eine Laienmeinung hat, auch was finden kann. Also ne, ich bin jetzt nicht in dem Rollenspiel-Ding so drin, dass ich jedes da vorgestellte Rollenspiel, aber ich kannte davon auch Sachen. So, ne? Da kann man vielleicht auch eine gewisse Priorität setzen. Für wen hast du denn abgestimmt? Das möchte ich erst nach der Wahl sagen. Nicht, dass ich hier schon Schiebungen vorsetze. Aber im Thema Comic war es ein feministischer Comic, was sehr lustig ist, wenn man mich kennt, aber ich fand ihn wirklich gut. Du weißt, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und wenn es das ist, was ich glaube, dann habe ich dafür auch abgestimmt. Na, da sind wir uns doch schon mal einig. Ich bin sehr gespannt. Es wäre schön, wenn die Leute auch bei der Preisverleihung da wären. Vielleicht kriegst du das ja hin. Mal schauen. Ich werde sie dann noch ein paar Tage vorher sehen und würde dann entsprechend die Comic-Künstlerinnen und Künstler natürlich vorher einladen. Also ich weiß gerade, bei den Rollenspielen und bei den Literaten ist die Chance ganz hoch, weil da viele davon ja vertreten sind. Und ich meine, die meisten, die jetzt groß publizieren, sind ja jetzt nicht so weit weg. Meistens so dieser Kölner Raum oder so. Und das ist ja, weiß nicht, 2 Stunden, 3 Stunden zu fahren. Mit einem ICE, glaube ich, nur 1,5 bis Köln. Und also es werden auf jeden Fall ein paar Leute wahrscheinlich da sein, wenn das gewinnt, wo es jetzt nach den ersten paar Stunden so aussieht von den Stimmen her. Und ja, das wird bestimmt eine schöne Sache. Bestens, dann danke ich dir mal wieder. Ich danke dir. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Mein Name ist Eva von Kalm. Ich bin Fantastikautorin. Und heute möchte ich euch was ganz Besonderes vorstellen, nämlich etwas, was es noch nicht gibt. Nämlich meine Kurzgeschichtensammlung, die demnächst erscheinen wird. Da sind 9 Kurzgeschichten von mir drin. Und 3 von diesen Geschichten sind schon mal veröffentlicht. Die sind im Verlag der Schatten in Anthologien rausgekommen. Und 6 neue Geschichten kommen dazu. Das Ganze wird im Saphir im Stahl Verlag erscheinen. Und im Moment hängt eigentlich alles nur noch am Cover. Wenn das fertig ist, kommt das Buch raus. Also irgendwann dieses Jahr. Ja, ich habe nicht entschieden, wer das Cover macht. Tut mir leid. Beim nächsten Mal. Ja? Okay, ich lese heute aus Ilunas Licht. Das ist eine von den Geschichten, die da drin sind. Und ich würde sagen, weil ich von vorne lese, fange ich einfach mal an. Ihre Ohren merkten es zuerst, noch vor ihren Augen. Die Dämmerung kam. Mit ihr wurde das Kreischen leiser, das Hämmern und Schlagen abgelöst vom Zittern der Erde, als sie sich auftat, um die Gräuel der Nacht zu verschlucken. Elena öffnete den Mund, ließ den klaren Signalton erschallen, der sich über das Feld vor dem Tempel ausbreitete und ihre Mannen zu einem letzten Aufbäumen aufrief. Mit dem Ton schickte sie Kraft hinaus und lächelte schwach, als sie hörte, wie Kriegsrufe hallten und Schwerter klirrten. Sie taumelte, fing sich aber im letzten Moment mit Hilfe des weißen Stabes aus Rubinienholz, den sie immer bei sich trug. Dann endlich fielen die Sonnenstrahlen auf das Feld und verjagten die grässlichen Kreaturen.
Elena atmete auf und eilte nach innen, um nach den Frauen und Kindern zu sehen, die zitternd warteten, dass ihre Männer zurückkehrten, die Nacht überstanden hatten. Aufschub, dachte Elena. Wieder ein Tag Aufschub. Vor 10 Nächten hatte es angefangen. Sie hatte draußen im Mondschein ihr Mitternachtsgebet gesprochen, als das erste Monster aus der Erde gekrochen kam. Es ging auf 4 Beinen, schwarz war es von oben bis unten, mehr Gerippe als Wesen. Der Rücken war gekrümmt, die Wirbel stachen heraus wie Stacheln. Die Schnauze war langgezogen, es erinnerte alles an einen abgemagerten, verkrümmten schwarzen Hund, nur voller Grauen. Das Widerlichste waren die violett glühenden Augen, die weithin durch die Nacht sichtbar waren. Erst als die Kreatur näher gekommen war, hatte Elena die schwarz glänzende Haut sehen können, die ihr schleimig vorgekommen war, bis ihre Finger den ersten Kontakt gehabt hatten. Glatt, ledergleich und kalt, wie es bei keinem Lebewesen sein sollte. Trugen denn nicht alle das Lebensfeuer in sich? Unterschied das nicht die Lebenden von den Toten, das Feuer, das in ihnen allen brannte? Verwundert hatte Elena in dieser ersten Nacht dort gestanden, ihr Gebet unterbrochen und hinausgestarrt. Was machte eine solche Kreatur hier? Doch weiter waren ihre Gedanken nicht gekommen, denn das Monster, das bis eben noch die Nase auf dem Boden gehabt hatte, drehte sich in ihre Richtung und rannte los. Es war schnell, trotz der verzerrten Gestalt, hatte eine federnde, sprunghafte Gangart und Elena erreicht, wo sie noch erstaunt dastand. Scharfe Krallen rissen ihr Gewand an der Brust auf und hinterließen mehrere Kratzer, die tiefer gewesen wären, wenn Elena nicht den dickeren Stoff getragen hätte. Denn die Nächte waren kälter geworden in der letzten Zeit. Einen zweiten Sprung landete die Kreatur nicht. Elena hatte sich gefangen und schwang ihren Stab. Ein kräftiger Aufprall schleuderte das schwarze Wesen weit weg. Es rappelte sich hoch, kreischte Gänsehaut erzeugend und krümmte sich noch mehr. Neben ihm erschienen 5 weitere Kreaturen aus der Erde heraus. Elena zögerte nicht, sondern rannte ins Innere des Tempels. Dort schlug sie den schweren Gong, der noch nie zu ihrer Lebenszeit erklungen war. »Wacht auf, wir werden angegriffen«, sang er. Das wusste jeder, der im Tempel der Mondgöttin lebte. Für einen Moment spürte sie ihren Bruder an ihrer Seite, sah das Grinsen auf seinem Gesicht, als sie gemeinsam den dröhnenden Ton erschallen ließen. Doch das Bild verflog. Ihr Zwillingsbruder weilte seit Jahren nicht mehr mit ihr im Tempel. Manchmal glaubte sie, dass die lange Zeit, die sie getrennt verbracht hatten, auch das Band tiefer Verbundenheit zwischen ihnen gelockert hatte. Nathaniel erschien als erster an ihrer Seite. Damit hatte sie gerechnet. Er war der Anführer der Mondkrieger, sehr gewissenhaft und im Herzen ein wahrer Beschützer. »Was ist es?«, fragte er, die Aufregung kaum verborgen. »Kreaturen aus der Erde«, hauchte Elena. »Sie sehen aus wie Schwarzsklaven, Brokdeas Diener.« Sie hatte noch nie in ihrem Leben welche da draußen in der Wirklichkeit gesehen, aber in den Büchern des Tempels fanden sich Zeichnungen. »Wie haben sie uns gefunden?« Nathaniel war schockiert. »Ich weiß es nicht.« Elena hörte ihre eigene Furcht. Das war die größte Gabe der Schwarzsklaven. Angst säen. Die Priesterin schämte sich, sie sollte doch in der Lage sein, sich davor zu schützen. Doch ihr ganzer Körper zitterte und war von kaltem Schweiß bedeckt, der sich auf der Brust mit ihrem Blut mischte. »Ich werde meine Krieger nehmen und sie vernichten«, grollte Nathaniel. Die Furcht Elenas machte ihn wütend, nicht auf die Priesterin, sondern auf die schwarzen Kreaturen. Elena nickte dankbar und verschwand im Tempelinneren. Sie nahm sich ein neues Gewand, bedeckte ihre Blöße und tauchte wieder auf, die Furcht tief nach innen verbannt. Dann begann sie, die Menschen im Tempel zu organisieren. Jeder hatte seine Aufgabe, es wurde Zeit, sich zu wehren. Nathaniels Krieger kehrten im Morgengrauen zurück.
viele von ihnen verletzt, teilweise schwer. Susan und Crea, die beiden Heilerinnen des Tempels, kümmerten sich um sie. Elena half ebenfalls, wo sie konnte, suchte dann aber das Gespräch mit Nathaniel. »Ist es vorbei?« erkundigte sie sich. Nathaniel schloss die Augen und nickte. An seiner rechten Hand fehlten 3 Finger. Die Wunde stank. Elena nahm sich eine Schüssel mit frischem Wasser und wusch die Verletzung aus. »Dann ist es gut.« In der folgenden Nacht begann das Kreischen schon mit dem Untergang der Sonne. Die Kreaturen konnten erst die Oberfläche der Erde betreten, als die Dunkelheit gekommen war, doch ihre Zahl war gewachsen. In dieser Nacht kämpfte Elena an der Seite der Mondkrieger, gab ihnen die Kraft der Göttin weiter. Der Kampf war hart, und als der Morgen kam, hatten sie 3 der 20 Männer verloren. Einzig und allein das unbestimmte Gefühl, dass etwas Vertrautes sich näherte, ließ sie durchhalten. Es war, als würde etwas in ihrem Inneren an Kraft gewinnen. Über Tag kamen Familien aus den umliegenden Dörfern herbei. Der Tempel war nicht der einzige Ort gewesen, an dem der Angriff stattgefunden hatte. »Es ist 150 Jahre her, dass Brogdea ihre Diener ausgesandt hat. Was ist nur geschehen?« fragte Nathaniel, leise, damit nur Elena ihn hörte. »Ich weiß es nicht, aber wir müssen damit rechnen, dass es weitergeht«, flüsterte sie zurück. Die Männer der Familien hatten die Reihen der Mondkrieger verstärkt. Elena hatte sie, so gut es ging, mit Waffen und Rüstung versorgt, doch die Kammern des Tempels waren nach der langen Zeit des Friedens nicht mehr gut gefüllt, und manch einer der Männer zog nachts in seiner eigenen Kleidung nach draußen, bewaffnet teilweise nur mit Stöcken. Die Frauen beteten, pflegten die Verletzten und versorgten die Kinder. Und alle warteten bangend auf den Morgen, wo sich zeigte, wer zurückkehrte und wer nicht. Die Verluste wurden von Nacht zu Nacht größer. Am 11. Tag erreichte ein Reisender den Tempel, mit dem Elena in diesem Leben nicht mehr gerechnet hatte. Die Priesterin eilte ihm entgegen, hielt die Arme ausgestreckt, als er von seinem Pferd glitt, und umarmte den Lederrüstung tragenden, nach Schweiß und Pferd riechenden Mann, versteckte ihr Gesicht an seiner Schulter. »Koros«, schniefte sie, »du bist gekommen. Wieso? Woher wusstest du?« Er hob zärtlich ihren Kopf und sah in ihre dunkelblauen, vor Tränen glänzenden Augen. »Du glaubst, ich wüsste es nicht, wenn meine Zwillingsschwester in Gefahr ist?« Dann drückte er sie noch fester. Als sie sich lösten, hatte Elenas weißes Gewand einen staubig-grau-braunen Farbton angenommen. »Du brauchst Wasser«, sagte Elena und kicherte, zum ersten Mal seit Tagen, beinahe fröhlich. Nun wusste sie, was ihr Herz ihr hatte sagen wollen. Lange bevor Koros angekommen war, hatte es im Takt mit seinem Herz geschlagen, wissend, dass er auf dem Weg zu ihr war. »Mein Pferd auch«, stimmte Koros zu und nickte der jungen Frau zu, die sich bereits die Zügel genommen hatte. »Keine Sorge, es wird sich gut um ihn gekümmert«, versprach die Priesterin. »Komm nach drinnen, in meiner Kammer steht frisches Wasser.« Sie selbst wusch ihm den Staub aus dem Gesicht, gab ihm ein frisches Gewand und hieß eine ihrer Novizinnen, die Rüstung vom gröbsten Dreck zu reinigen. »Was ist los, Elena? Ich sehe viel mehr Menschen, als es sein sollten.« Elena schloss die Augen, holte tief Luft. Die Worte wollten nicht kommen. Koros nahm sie wieder in den Arm. Warm, vertraut, beruhigender als alles andere auf der Welt. Sie waren hier im Tempel gemeinsam groß geworden, auch wenn es Koros in die Welt hinausgezogen hatte. In den letzten 20 Jahren war er nur sporadisch aufgetaucht und nicht lange geblieben. Aber es war immer wieder, als wäre er nie fort gewesen. Er war ein Teil von ihr, wie sie von ihm. Jetzt, wo er hier war, wunderte sie sich, wie sie an ihrem Band je hatte zweifeln können. Stockend berichtete sie ihm vom Angriff der Schwarzsklaven. »Brogdeas Diener? Hier?« Der Schock stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Ich weiß nicht, warum. Es ist nichts Außergewöhnliches geschehen.« »Es muss etwas passiert sein. Was steht nochmal in den Büchern? Warum hat Brogdea ihre Monster ausgeschickt?« Elena hörte den Vorwurf in seiner Stimme.
Für einen Moment kletterte die Angst der Nacht in ihr hoch. Unsinn, schalt sie sich selbst. Das ist dein Bruder. Er wird nie böse mit dir. Er war es nie. Er ist es auch heute nicht. Er will dir nur helfen. Sie stand auf und nahm das schwere, ledergebundene Buch von ihrem Nachttisch. Sie hatte es sich am zweiten Tag aus der Bibliothek geholt, in der Hoffnung, einen Hinweis zu finden, wie die Kreaturen zu besiegen waren. Brokdea ist die Göttin der Finsternis und des Erdkerns. Ihre Diener sind greuliche Wesen, der violette Zorn ihrer Herren glüht in ihren Augen. Und zornig ist sie, denn einst war sie eine Priesterin Ilunas, doch sie wurde von ihr in die Finsternis verbannt, weil Brokdea die Kräfte, die Iluna ihr gegeben hatte, nicht gereicht hatten. Seitdem versucht sie einen Weg zu finden, sich zu rächen. Ihre einzige Verbindung auf der Erde sind die Priesterinnen Ilunas. Nur durch sie können die Schwarzsklaven ihre Diener die Erde heimsuchen. Brokdea sind auf die Zerstörung aller, die Iluna anbeten. Denn dann ist sie die mächtigste Göttin der Welt. Elena schlug zitternd das Buch wieder zu. Das war es, was sie seit Tagen nicht mehr losließ. Brokdea musste irgendwie durch sie ihre Sklaven hierher geschickt haben. Nur verstand sie einfach nicht, wie das gehen sollte. Sie hatte nichts mehr über die Verbindung zu den Priesterinnen Ilunas gefunden. Nichts, das ihr half, zu begreifen. »Schwesterchen, Schwesterchen, was hast du getan?« fragte Koros und legte ihr dabei sanft eine Hand auf den Arm. Elena zuckte zusammen. Soweit erstmal für heute. Ja, das ist die Priesterin Ilunas und die große Frage ist natürlich, wie haben die Monster es geschafft überhaupt? Wo ist diese Verbindung? Aber das bleibt dann für euch nachzulesen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Also da ich später reingehuscht bin, frage ich mal, dies ist eine Story, Novelette, Novelle. Okay, das ist eine Kurzgeschichte, denn ich habe nämlich erzählt, es ist die spannende Neuigkeit für dich, du wolltest es haben, die Storysammlung kommt. Noch dieses Jahr. Das ist eine Kurzgeschichte daraus. Es sind 9 Stück insgesamt da drin. Und die sind alle unterschiedlich, alle ganz verschieden. Es ist also ganz schwer zu sagen, so was da der gemeinsame Nenner ist eigentlich Fantasy. Weiter geht der gemeinsame Nenner nicht. Und ja, lasst euch überraschen. Das wäre vielleicht noch etwas, was vereint. Ich habe sie selber geschrieben. Alle. Das beruhigt mich doch. Ja, ich glaube 3 oder 4 davon erst dieses Jahr. Genau. Nur ganz kurz, also das hier ist mein Itzi-Bitzi-Spider-Schwein, ja, ich habe, als ich dir das letzte Mal mitgebracht habe auf der Marburg-Con, da habe ich den mitgebracht, weil ich da aus diesem wunderschönen Buch hier gelesen habe, da ist die Geschichte der Pfeil drin und ich fand, Spinnen und Friedhöfe kommen doch gut zusammen. Die Geschichte der Pfeil, die hier drin ist, die wird auch in der Kurzgeschichtensammlung mit drin sein. Kann man da also dann auch nachlesen. Und für alle, die in Marburg dann ganz spannend auf das Ende gewartet haben, da ist sie drin. Genau. Da hast du auch nicht bis zu Ende gelesen. Nein, ich bin ganz gemein. Aber ich muss euch auch enttäuschen. Ich, selbst wenn ich jetzt wollte und selbst wenn ich würde es nicht schaffen, weil ich brauche 33 Minuten für diese Geschichte und ich musste mir irgendwo überlegen, wo ich einen Punkt mache. Also schlimmer wäre gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, noch eine Seite ist fertig und den Rest schreibe ich noch. Nein, hier liegt tatsächlich die ganze Geschichte von vorne bis hinten, bis zur letzten Seite. Wie lange machst du deine Kurzgeschichten jetzt für deine Sammlung? Kürzer als bei uns oder hast du jetzt auch? Die meisten sind einen Tacken kürzer. Ja, aber wobei, stimmt nicht ganz. Die Zeitkapseln, die erste Geschichte, die im Verlag der Schatten von mir erschienen ist, die hat 20 Minuten Lesezeit. Das ist auch so die Geschichte, die man tatsächlich von vorne bis hinten in so einer Lesung lesen kann. Habe ich auch schon gemacht. In Marburg? In Marburg auch, ja. Richtig. Wie gesagt, die hier ist jetzt so 33 Minuten tatsächlich. Ich habe die Zeit vorher mal zu Hause gestoppt. Man muss ja wissen, ob man es schafft oder nicht.
Die anderen liegen irgendwo so im Mittelbereich. Der Fall, den lese ich, brauche ich 45 Minuten zu, verbrannte Erde auch. Und alle anderen liegen so dazwischen. Es gibt eine, die ist ganz kurz. Ich würde mal behaupten, die ist in schneller als 10 Minuten gelesen. Und deine Geschichten spielen wirklich nur in der Fantasy oder ist es eher fantastisch? Ich möchte deinen Kundenkreis ein minimales Stück erweitern. Du möchtest meinen Kundenkreis erweitern. Wenn du Fantasy sagst, hast du wirklich Mittelalter und Schwerter und. Ne? Ja, nee, nein, dann muss ich das. Fantastik hast du ja Horror und ein bisschen Grusel. Dann muss ich das tatsächlich auf Fantastik erweitern. Ja, ja, da hast du völlig recht. Vielen Dank. Nein, nein. Das Buch wird Buchstabenblut heißen. Nach der Geschichte, die kam übrigens aus dem Marburg Award. Da habe ich mich sehr gefreut. Das war dieses hier. Gibt es da hinten beim Marburg-Stand auch zu kaufen. Das ist das Buchstabenblut. So wird die ganze Storysammlung auch heißen, eben nach dieser Geschichte. Und es ist so, ja, tatsächlich ein bisschen Grusel, aber kein Hardcore-Grusel drin. Ne? Also ein bisschen Grusel und ein bisschen Mystery und ja. aber Markus, war das jetzt wenigstens ein bisschen gruselig genug für dich? Ja, war ein Monster drin. War ein Monster drin, genau. Ich habe mich angestrengt. Ja, so die violetten Augen mit genug Bild. Ja, ein bisschen, ne? Nein, also es sind einige düstere Geschichten drin. Es gehen auch nicht alle Geschichten gut aus. Es ist Verbrannte Erde zum Beispiel, ist eine Geschichte, die sich eher so mit so Umwelt-Endzeit-Szenarien beschäftigt. In die Richtung geht's also auch mal. Dann habe ich eine Geschichte da drin, die um einen Arzt sich tatsächlich dreht. Es ist also tatsächlich mehr so ein bisschen wirkliche Welt als jetzt eine Fantasy-Welt. Es ist so von allem so ein bisschen dabei. Es ist eine, die kürzeste Geschichte, die geht so ein bisschen um unterm Feenhügel. Also auch sowas ist dabei. Und du hast gesagt, das wird dieses Jahr noch erscheinen? Dieses Jahr tatsächlich, es sei denn, der Grafiker schafft es nicht. Und verrätst du uns schon den Verlag? Ja. Ist das noch geheim? Nee, es ist Saphir im Stahl Verlag. Genau. Ja, also beim Erik Schreiber. Du weißt schon, dass wir Oktober haben, ne? Du weißt schon, dass wir Oktober haben. Ja, aber wenn sie sagt, der Grafiker muss fertig sein, dann sollten die Storys ja schon entpoliert sein. Alles fertig, bis auf das Cover. Ja, Markus, das nächste Mal. Das nächste Buch, das rauskommt, ist 2021, mein Roman bei Bettina. Soll ich sie mal fragen? Also der Zuhörer weiß jetzt, wie das so abläuft mit dem. Er hat halt auf dem Buchon mal eben gesagt, ja, jetzt mal eine Grafik. Der Markus kann natürlich auch noch so herzzerreißend gucken. Ne? Also das. Markus, dreh dich mal um. Ihr seht, womit ich hier konfrontiert werde. Ne? Das ist, ist ganz schwierig, ja. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ja, bitte, hau raus. Es sind auch unveröffentlichte Geschichten dabei oder nur welche, die schon in Anthologie? Nein, nein, also diese hier zum Beispiel ist unveröffentlicht. Es sind, also drei sind aus dem Verlag der Schatten. Dann sind die beiden Geschichten hier aus dem Marburg Award. Das finde ich ist so eine halbe Veröffentlichung ja eigentlich nur, weil da gibt es ja nur die kleine Mini-Sonderedition. Und ansonsten sind die Geschichten, also vier komplett neue Geschichten. Okay, cool. Ja. Hey, ich kann ja nicht meine armen Leser nur mit was belästigen, was es schon gibt. Muss ja auch was Neues sein. Wobei limitierte Edition von Marburg Award sind sehr teuer zu kriegen und daher ist es sehr edel. Ja. Wie viele Exemplare sind es da? 14 oder 50 noch? Ja, irgendwie so, ne? Also es sind auf jeden Fall nicht viele. Deswegen freue ich mich über mein Exemplar, was hier steht. Also der Thomas Vaterrot hat, glaube ich, noch einen. Es liegt auf dem Tisch, ja, man kann es kriegen. Ich habe es eben gesehen. Falls es noch nicht weg ist. Ganz genau. Man kann auch zum Marburg kommen. Ja, ist eine extrem schöne Veranstaltung. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Das stimmt. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Noch irgendwer, der was wissen will? Du machst keine Trigger-Warnung in die Storysammlung, nicht? Kann man
um 20 Uhr lesen, kann man um 23 Uhr lesen oder wenn du die um 2 Uhr nachts liest, dann ist diese Nacht verloren. Das überlasse ich tatsächlich jedem selbst, weil man hat ja so ein unterschiedliches Level, wie aufregend man irgendetwas findet. Ich lasse schon mal dezent frische Luft rein. Ja, ja, wir sind. Das sieht aus wie der 5-Minute-Warnung. Das ist die 5-Minute-Warnung, genau. Darüber sind wir schon, in der Umbauphase. Also 5 Minuten schon. Ein bisschen. Du hast ja noch keine Augen im Hinterkopf. Daran aber schon für nächstes Jahr. Aber wer nicht auf die Story-Sammlung warten will, ich bin jetzt noch ein bisschen beim Verlag Der Schattenstand und wäre schon eins von den Anthologien. Ja, wenn ihr möchtet, lese ich weiter. Das geht ja nicht, dann kommen wir in die nächste. Nein, nein, ich meine am Stand. Kann ich gerne weiterlesen. Oder draußen. Wer möchte hören? Genau. Können wir machen. Sehr gerne. Soll keiner sagen, wir wären nicht flexibel. Ja, ich mache aus dem Stand eine Lesung. Kein Problem. Die Tür wird geschlossen. Jetzt seid ihr mir ausgeliefert. Ihr habt vielleicht noch gar keine Ahnung, wo ihr seid. Und zwar, ich werde euch einen Crashkurs vermitteln in Sachen Dämonenjägerschaft. Danach werdet ihr alle mit euren eigenen Dämonen gut umgehen können. Denn wir haben ein Problem in unserer Welt. Das sind besagte Dämonen. Wir können sie nicht hören, wir können sie nicht sehen. Und ab und zu werden sie so laut durch ein leises Flüstern in unserem Kopf und das uns Zweifel einreden. Ich höre sie gerade ganz mächtig sagen so Sachen wie, ja, du hast so viele Leute vor dir, kannst du die wirklich begeistern oder so? Oder solltest du die nicht vor Angst in die Hosen machen oder sonst irgendwas? Solche Einflüsterungen erlebt man halt so Stück für Stück und nach. Und um euch das ein bisschen zu veranschaulichen, müssen wir aber diese Welt verlassen und zwar in eine andere gehen, die da heißt Gondwana. Und in dieser Welt sind die Dämonen auch unsichtbar, bloß für eine gewisse Gruppe von Menschen eben nicht. Und die werden als Dämonenjäger geboren, zeichnen sich durch rote Haare und komplett schwarze Augäpfel aus und dadurch werden sie gut erkannt, auch bei der Geburt. Was ein bisschen schwierig ist, weil die Dämonen auch in die Welt eingreifen können und richtig zuschlagen. Und wenn so ein Kind auftaucht, dann wird das meistens verstümmelt, wenn die Eltern sagen, wir ertränken es nicht sofort, weil es ist schon sehr gefährlich. Quasi ein Todesurteil. Man sticht ihnen also die Augen aus und zieht die Kopfhaut ab, um diese roten Haare zu verbergen und die Augen eben auch. Und es funktioniert auch ganz gut. Das Kind ist halt danach nicht lebensfähig und kann seine Geburt nicht erfüllen, seine Geburtsaufgabe sozusagen. Jetzt, wenn wir einen Blick auf Anjani, Anjani ist ein junges Mädchen, so 15, 16, so genau geht's da nicht. Und die ist eben mit diesen Merkmalen auf die Welt gekommen. Hatte das Glück, dass ein gewisser Magister Lestral, ein Magier, in der Nähe war und der dem Vater dann den Ratschlag gegeben hat, er soll doch lieber die Haare kurz halten, dann ergibt sich das mit den Zeichen von ganz alleine. Aber irgendwann bricht es einfach aus einem heraus und dann kann man das nicht mehr verbergen oder geheim halten. Und dann wird man auch für die Dämonen sichtbar. Was Anjani also jahrelang erlebt hat, dass sie nachts im Bett lag und irgendwelche Stimmen ihr nachflüstern, wir finden dich, wir erwischen dich, wir kriegen dich. Das musste sie ihr Leben lang aushalten, bis dann ihr klar wurde, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich doch mit diesem Dämonenjägerblut zur Welt gekommen bin. Und das, natürlich musste sie die schwere Entscheidung treffen, sie kennt die Legenden auch, dass ihre Familie darunter stark in Mitleidenschaft gezogen werden wird, wenn sie sich nicht zu erkennen gibt. Die Gelegenheit hat sich geboten, ein hoher Prinz ist vorbeigekommen, der Prinz, Prinz Satrus, der Prinz des Hellen Reiches, Thronfolger, und der hat durch die Blume um ihre Hand angehalten. Das ist im Hellen Reich relativ normal, dass man auch eine bürgerliche Frau nehmen kann. Und sie hat sich entschlossen, ihm zu folgen in die Hauptstadt des Fürstentums. Und in Begleitung ist natürlich der Prinz mit seinem ganzen Gefolge. Da haben wir vorne Ritter, Soldaten in dem Tross. Dann reitet Anjani da noch rum. Der Magister Lestral ist auch dabei, weil der mischt sich immer überall ein. Und ihr Vater, Eduard mit Namen, ist eben auch dabei. Und wir befinden uns jetzt hier im Aufstieg dieser Stadt. Eine Stadt ist gut, wenn sie günstig hochgelegen ist. Und da geht es hier hoch und wir sind jetzt gerade auf dem Weg hinein in diese Stadt. Genau. Das Auto ist verwirrt mit so vielen Getränken. Und behalten wir das mal im Hinterkopf. Anjani weiß genau, worum es geht. Anjani zuckte zusammen, als sie endlich die Stadttore passierten. Ein Tosen kam ihnen entgegen. Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass es die Stadtbewohner waren, die sich
versammelt hatten, um ihren Prinzen zu bejubeln. Fahne schwenkend und den Namen des Thronfolgers intonierend standen jung und alt dicht gedrängt am Straßenrand. Es grenzte an ein Wunder, dass sie mit ihren Pferden ungehindert durch die Massen kamen. Ein Schauer breitete sich über Anjanis Rücken aus. Es war helllichter Tag und die Menschen freuten sich. Es hätte nicht viel gefehlt und sie würden vor Freude tanzen. Doch unter ihnen spürte Anjani eine unerklärliche Finsternis, wenngleich sie deren Ursprung nicht erkannte. Aufmerksam suchte sie die Menschenmengen ab. Einige, vor allem junge Frauen, fielen beim Anblick des Prinzen in Unmacht. Zumindest das konnte Anjani gut nachempfinden. Der Prinz wirkte wie die Personifizierung aller Träume. Manchmal hatte sie sich vorgestellt, wie es wohl wäre, Königin zu sein. Aber anstelle sich in endlosen Schwärmereien zu ergeben, wie romantisch dieses Leben sei, dachte Anjani an die Verantwortung, die sie als Herrscherin tragen musste. Bei Konara, das wäre nichts für sie. Ein bitteres Lächeln huschte über Anjanis Gesicht. Egal, wie sehr sie sich darüber den Kopf zerbrach, für sie war ein anderes Leben vorbestimmt, ob sie wollte oder nicht. Unvermittelt kam der Tross zum Stehen. Menschen schrien auf. Einige drängten sich fluchtartig in die Häusergassen und stoppten dort, weil die Neugier über die Angst obsiegte. Anjani sah zwischen den Rittern vor ihnen hindurch und erblickte einen Mann, der in schwarzes Leder gewandet war. Er allein versperrte dem Prinzen den Weg, ein Frevel sondergleichen. Der Mann hatte flammend rote Haare, einen Backenbart und Augen, die wie Löcher im Schädel wirkten. Rings um ihren Tross herum traten weitere Schwarzträger aus der Menschenmasse hervor. Obwohl es nur vier waren, überkam Anjani das Gefühl, in der Falle zu sitzen. »Was soll das?« empörte sich Prinz Sartrus lauthals. »Wir fordern, was schon immer unser war und immer sein wird. Blut von unserem Blut«, entgegnete der Schwarzträger, als rezitiere eine alte Formel. Irgendetwas stießen diese Worte in Anjani an, wie eine verdrängte Erinnerung. »Ich befehle euch, beiseite zu treten«, verlangte Prinz Sartrus mit der all ihm zu geboten stehenden Autorität. »Es ist eine Angelegenheit der Jäger, womit ihr nichts zu schaffen habt«, erwiderte der Dämonenjäger ungerührt. »Verzeiht also, durchlaucht.« Seine Worte klangen abfällig. Schattenhaft schritt der Jäger zwischen den Soldaten hindurch. Die Pferde scheuten leicht und tänzelten beiseite. Anjani konnte nicht erkennen, wo der unheimliche Mann genau hinsah, aber sie spürte es, als sich ihre Blicke trafen. Für einen Moment versank sie in der Schwärze seiner Augen. »Bitte lass uns ziehen«, flehte ihr Vater. »Wie man hört, seid ihr ein kluger Mann«, wandte sich der Jäger an ihren Vater. »Unsere Legende sollte auch an eure Ohren gedrungen sein. Wir haben keine Wahl.« »Und wenn du ihm gestattest, sein Schicksal selbst zu wählen«, meldete sich der Magier zu Wort. »Er ist sich über die Gefahr wohl bewusst.« Nur zu deutlich spürte Anjani die Spannung zwischen den Männern. Gerade verhandelten sie um ihr Leben. Und von welcher Wahl sprach Lestral? Sie hatte keine. Anjani wollte einschreiten, doch die Stimme versagte ihr. Im Inneren fühlte sie eine Regung, als würde in ihrem Herzen etwas erwachen. Etwas, das lange geschlummert hatte. »Lestral«, der Jäger lächelte freudlos, »natürlich musst du dich hier einmischen. Du denkst zu viel mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand.« »Ich versuche, die beiden Kräfte im Gleichgewicht zu halten«, argumentierte Lestral dagegen. »Hier kann es kein Gleichgewicht geben«, sprach der Jäger bitter. »Entweder kommt unser Blut mit uns, oder sie werden alle einen grausamen Tod sterben, nur weil sie zu schwach sind, um etwas Herzschmerz zu ertragen.« Erneut traf Anjanis Blick den des Jägers. Sie schauderte. »Hab keine Angst, Kind. Ich sehe es in deinen Augen, du weißt es bereits. Und wir haben es wohl Lestral zu verdanken, dass wir dich nicht verstümmelt vorfinden. Gib mir deine Hand.« Er zog den schwarzen Handschuh von seinen Fingern. Diese waren leichenblass und die Nägel so blau, als sei er unterkühlt, der Hitze und der nachtschwarzen Kleidung zum Trotz. Zögernd beugte sich Anjani vom Rücken des Pferdes hinab und streckte ihre Hand dem Mann entgegen. Da sprang ihr Vater vom Pferd, packte den Jäger am Arm und bekam einen Schlag vor die Brust, dessen Wucht ihn in den Straßenstaub warf. Keuchend rang Eduard um Atem. »Vater«, rief Anjani, glitt aus dem Sattel und kniete sich besorgt zu ihm hinab. »Bitte nehmt mir nicht meine Tochter«, presste Eduard hervor. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt er sich die Brust.
Nicht wir nehmen eure Tochter. Es ist vielmehr das Leben selbst, das sie euch nehmen wird. Der Jäger trat vor die beiden. Komm jetzt, verlangte er im Befehlston. Mein Name ist Namar und wir werden dich lehren, wie du die Menschen schützen kannst. Ich sehe Stärke in dir und wir werden dir helfen, sie zu entfalten. Die Welt um Anjani verschwamm. Sie sah nur noch diesen Mann. Ihr Vater regte sich neben ihr und versuchte, sie aufzuhalten, doch es war bereits zu spät. Anjanis Finger berührten die des Jägers. Namar ergriff ihre Hand. Schmerz befiel ihren Körper, als würden 1000 Nadeln durch ihre Haut geschoben. So schnell der Schmerz aufgekommen war, verlosch er wieder. Es blieb lediglich eine zügig verblassende Erinnerung daran. »Blut von unserem Blut, du hast deine wahre Familie gefunden«, sprach Namar feierlich. Irgendetwas hatte sich in Anjanis Sichtfeld verändert. Sie konnte es jedoch nicht benennen. Noch einmal wandte sich Anjani zu ihrem Vater um. Sie sah an seinem erschrockenen Ausdruck, dass ihre Wandlung auch Auswirkungen auf ihr Äußeres hatte. Über all die Jahre war sie stark gewesen. Jetzt musste sie ein letztes Mal stark für ihren Vater sein. Sie schenkte ihm ein aufbauendes Lächeln. Tatsächlich entspannten sich die Gesichtszüge ihres Vaters. Die übrigen Schaulustigen stoben auseinander, als die Jäger auf sie zuschritten. Anjani folgte Namar widerstandslos. Im Schatten einer Gasse wandte sich der Dämonenjäger um. Sela Hetan bleibt zurück und sichert die Gasse. Es darf uns niemand und nichts folgen. Nicht einmal der kleine blaue Quellgeist von Lestral. Zweifellos sprach er vor dem Kobold des Magiers. Nur wie wollten sie das verhindern? Wir treffen uns am Tor. Zwei Jäger ließen sich kommentarlos zurückfallen. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg, sprach Namar und packte Anjanis Hand. Ich laufe euch nicht weg, versicherte sie und versuchte, sich von dem Mann zu lösen. Namar hielt sie jedoch weiterhin fest. Solange wir uns hier in der Stadt aufhalten, sind wir in großer Gefahr, erklärte ein weiterer Jäger mit freundlicher Stimme. Er hatte breite Schultern und überragte Namar um einen halben Kopf. Warum? Fragte Anjani. Du bist noch nicht ausgebildet und das macht uns verwundbar. Anjani entschied, nicht zu widersprechen. Die Jäger mussten es am besten wissen. Der Weg führte durch die verschlungenen Gassen. Die wenigen Menschen auf ihrer Route wichen zurück, als handelte es sich bei den Jägern um Dämonen selbst. Lanaria, sprach Namar. Nichts, entgegnete eine Jägerin mit zierlicher Gestalt, deren Gesicht im Schatten ihrer Kapuze verborgen lag. Sie trug diese derart tief in die Stirn gezogen, dass Anjani nicht sich wunderte, wie die Jägerin tatsächlich etwas von ihrem Umfeld erkennen wollte. Tor öffnen, befahl Namar der Wachmannschaft am Stadttor. Bei seinem Anblick rutschten dem Soldaten das Herz sichtlich in die Hose. Mach das Tor auf, brüllte ein Rekrut den Wachhabenden auf dem Wehrgang zu. Achtung, Südost, rief Lanaria. Der breitschultrige Jäger riss zwei Dolche unter seinem Mantel hervor und trat sogleich an Lanarias Seite. Namar zog Anjani indes weiter in Richtung Tor, wobei er einen Dolch aus der Scheide an seinem Gürtel riss. Da ergriff Anjani eine Unruhe, die sich schnell als Panik manifestierte. Flucht. Sie wollte davonrennen, doch der Jäger hielt sie eisern fest. Der Schatten des Hauses nahe am Tor schien lebendig zu werden und auf Lanaria und den Hünen herabzufallen, wobei er zu einzelnen Rauchschwaden aus purer Dunkelheit zerfloss. Sogleich entbrannte ein Kampf zwischen den Schatten und den beiden Jägern. Der Schnelligkeit dieser Auseinandersetzung konnte Anjani kaum folgen. Aus den dunklen Nebelschwaden stießen lange Klauen hervor, angetan, die beiden zu zerfetzen. Gekonnt wichen die Jäger aus und schlugen mit ihren Dolchen zu. Von ihnen getroffene Dunstschwaden lösten sich kreischend auf, doch es waren unzählige Angreifer. Der Hühne wurde ein paar Mal von den Klauen erwischt, nur seine Rüstung aus gehärtetem Leder war es zu verdanken, dass er keine schwere Verletzung davon trug. Lanaria hingegen wich den Angriffen so schnell und präzise aus, als könne sie trotz Kapuze in alle Richtungen sehen. Ein langgezogenes Kreischen erklang hinter Anjani. Sie zuckte erschrocken zusammen und fuhr herum. Namar hielt sein Dolch ausgestreckt und dessen silberne Klinge verlosch in diesem Moment einer der Nebelschwaden. Doch weitere Fetzen aus Dunkelheit stoben aus dem Schatten des Torbogens auf sie zu. Im selben Moment trafen Hetan und Sela bei ihnen ein und fielen den dämonischen Angreifern in den Rücken. Überall erklangen die markerschütternden Schreie und urplötzlich war alles vorbei. Sie waren angegriffen worden. Von was oder von wem begriff Anjani nicht. Es mussten Dämonen gewesen sein, aber so hatte sich diese nicht vorgestellt.
Als Namar sie durch das offene Stadttor zog, sah sie die kreidenbleiche Stadtwache. Ein Mann übergab sich kraftlos an die Stadtmauer gestützt. Der andere Soldat schien in Schockstarre gefallen zu sein. Schreiten wir fort in Sachen Dämonenkunde. Und zwar, das waren jetzt ganz kleine Dämonen. Dämonen ernähren sich von Angst, Aggression und den ganzen Emotionen, die uns entzweien. Und deswegen greifen sie auch gerne in unsere Gedanken ein. Und das sollte man erkennen und verhindern. Wenn sie sehr stark sind, dann können sie eine manifeste Gestalt annehmen. Bedeutet, sie werden so präsent, dass sie selbst für die Augen von uns Sterblichen sichtbar werden. Und wenn ihr so jemanden begegnet, dann lauft davon. Also eigentlich ist es schon vorbei, rum ums Eck. Also nee, lass es, es hat keinen Sinn mehr. Also wirklich, ich kann das nur empfehlen. Lasst es. Es gibt, genau, wie kamen denn die Dämonen eigentlich in die Welt? Das müsste man vielleicht noch kurz sagen und anreißen. Und zwar, die Magier haben missgebaut. Wie es anders sein soll. Auf der Suche nach Macht und dem schnellen Weg haben sie einfach ein Portal geöffnet und da sind diese Dämonen durchgekommen mit dem Versprechen, wir bringen euch Macht. Dass sie am Ende zerfleischt am Boden lagen, das war natürlich abzusehen. Und dass der Erzmagier damals dann mit seinem Leben bezahlt hat, um dieses Portal zu schließen, war auch folgerichtig. Und ja, aber was erkennt ihr den Spruch, der Feind meines Feindes ist mein... Ganz genau. Und dann haben wir gedacht, wenn die aus so einer Welt kommen, dann haben die bestimmt Feinde und überholen wir uns jetzt. Das sind die sogenannten Engel. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, diesen Begriff, ne? Das Problem ist, dass die Engel die Menschen gar nicht wirklich ernst nehmen. Für die ist das, ja, Ungeziefer, ne? Und so entbrannte auf Gondwana ein Krieg zwischen diesen beiden Mächten. Und die einzige Antwort, die die Magier noch gefunden haben, um die Dämonen loszuwerden, waren eben die Dämonenjäger. Aber sie müssen natürlich auch die Engel immer wieder zurückschlagen. Weil wenn die einmal wissen, okay, da geht's in die Welt, dann können sie theoretisch ein Portal öffnen, um das aus ihre Gefolgschaft aus der anderen Welt zu holen. Und genau darum geht es. Namar ist gesteckt worden. Ein paar Engel rotten sich zusammen und die wollen eben so ein Portal öffnen. Und dem müssen sie jetzt Einhalt gebieten. Anjani ist natürlich nicht so weit ausgebildet, um am Kampf wirklich aktiv teilzunehmen, sollte aber in der Nähe bleiben, weil Dämonen ja normalerweise da nicht in diese Kämpfe eingreifen. Das wäre blöd, ne? Wenn diese zwei Feinde sich gegenseitig niedermetzeln, wieso sollte man was tun? Und darum geht es jetzt in dieser Szene. Namar, der inmitten der Jägerschar voranschritt, sah sich noch einmal zu Anjani um und signalisierte ihr, zurückzubleiben. Wie angewurzelt blieb sie stehen. Ihr Herz pochte vor Aufregung bis zum Hals. Anjani wurde regelrecht schwindelig, bis ihr Blick verschwamm, bis ihr auffiel, dass sie zu atmen vergessen hatte. Erst nach einigen tiefen Atemzügen bekam die Welt wieder Konturen. Die Dunkelheit der hereinbrechenden Nacht konnte sie nur noch ein paar Jäger erkennen, die anderen waren gänzlich mit der Finsternis verschmolzen. Im Wald machte sie ein Erdloch aus, in dem ein pulsierendes Licht glomm. Der Schreck fuhr in die Glieder, als ein gewaltiger Donner ertönte, der den Boden erzittern ließ. Blitze zuckten im Krater. Die Schlacht hatte begonnen. Doch es blieb seltsam unwirklich. Früher hatte Anjani immer geglaubt, dass zu einer Schlacht Geschrei gehörte und jemand, der stetig Befehle brüllte. Stattdessen donnerte es nur und erstaunlich selten erklang das Klirren von Stahl. Sie musste einfach sehen, was da vor sich ging. Anjani lief zum Wald hinüber, sich an Namars Anweisungen erinnernd, trat sie aber nicht näher an den Krater heran. Als Kompromiss schwang sie sich auf einen Baum. Klettern war ihr schon immer leicht gefallen. Erst als sie sich sicheren Halt in den Ästen gefunden hatte, warf sie einen Blick in den Krater und riss die Augen auf. In der Mitte lag eine Metallscheibe mit einem Durchmesser von etwa 20 Metern, worauf sich 6 Metallsäulen erhoben, an deren Ende es blitzte. Am Boden lagen weitere dieser Säulen. Scheinbar war diese Konstruktion nicht vollständig, was auch immer sie darstellen sollte. Zunächst realisierte Anjani kaum, mit wem die Jäger kämpften. Es schienen übergroße Gestalten aus purem Licht zu sein, grell und gleichzeitig unscharf. Es schmerzte in den Augen, sie genauer zu betrachten. Um diese Lichtwesen wirbelten die Jäger herum, schossen Pfeile ab und versuchten sie mit Seilen zu Fall zu bringen. Erst als sich Anjanis Augen an das gleißende Licht gewöhnt hatte, erkannten sie,
dass es sich bei den Engeln nicht um ätherische Gestalten, wie etwa Kobolde oder dergleichen, handelte. Die Lichtwesen trugen schimmernde Rüstungen, die derart groß und vermutlich schwer waren, dass ein Mensch unter der Last zusammengebrochen wäre. In ihren Händen führten sie flammende Schwerter. Nur ihre Gesichter blieben im gleißenden Licht verborgen. Es donnerte, als ein Engel stürzte. Zugleich waren drei Jäger bei ihm und stachen mit Dolchen auf ihn ein. Anjani verstand nicht, was sich ihre Waffenbrüder davon versprachen, mit Klingenwaffen auf eine Rüstung einzustechen. Gleich darauf flogen Funken und es krachte. Die Jäger wichen zurück und der Engel verging in einem grellen Lichtblitz, begleitet von einem Donnerschlag. In diesem Moment spürte Anjani eine Angst in sich aufkommen, wie sie diese noch nie empfunden hatte. Sie klammerte sich augenblicklich an den Baum, als hinge ihr Leben davon ab. Ihr Herz drohte, aus der Brust zu springen. Erst als sie den Kopf nach links wandte, wobei alles in ihr schrie, es nicht zu tun, sah sie den Ursprung ihrer Angst. Neben ihr auf dem Ast hatte sich ein Dämon manifestiert. Wenn ihre Angst ein Gradmesser für die Kraft dieser Kreatur war, dann schien dieser schier übermächtig. Anjani wusste, ihre letzte Stunde hatte geschlagen. »Wunderschön, nicht wahr?« sprach der Dämon mit einer Stimme, die ihr wie Nadeln in die Ohren stach. »Was?« stammelte Anjani. Die Schlacht hatte sie ganz vergessen. »Ich bin beeindruckt!« Der Dämon funkelte sie aus schwarzen Augen an. Seine weißen spitzen Zähne standen ihm kreuz und quer aus dem Mund, der zu einem unmenschlichen Grinsen geformt war. »Neulinge fallen meist in Ohnmacht, wenn sie mir begegnen, aber was schade ist, bewusstlosen die Kehlen aufzuschlitzen, bereitet mir keine Freude.« »Du bist...« Anjani krallte sich in die Baumrinde, bis diese unter ihren Fingern knirschte und brach. »Ich bin nicht hier, um dich zu töten, aber deine Angst ist köstlich. Auch deshalb bin ich dankbar, dass du nicht bewusstlos wirst. Mehr als den Geruch von Pisse verströmen Unmächtige nicht. Und ich hatte so einen Hunger. Warum? Ich wollte die Neue sehen und ihre Angst schmecken,« erklärte sich der Dämon. »Nichts ist so köstlich wie die Angst eines frischen Jägers, wenn sie nicht gerade vom Baum fallen.« In dem Moment bemerkte Anjani, dass ihr den Halt entglitten war. Sie festigte ihren Griff um den Ast und brachte sich wieder ins Gleichgewicht. Für einen Augenblick herrschte Stille in ihrem Kopf und etwas Eigenartiges geschah. Ihre Angst, wenngleich diese auch gewaltig war, rückte in weite Ferne. Oh, das Lächeln des Dämons erstarb. Nama ist wirklich ein guter Ausbilder. Kaum einem Frischling gelingt es, sich mir zu entziehen. Aber vielleicht überlebte er nicht. Und dann bist du schutzlos. Was, wenn der Dämon recht hatte? Sogleich gewann ihre Angst erneut die Oberhand. Na also, freute sich der Dämon. Jetzt schmeckst du mir wieder besser. Zorn mischte sich an Janis Angst. Sie würde nicht das Festmahl für diese Kreatur sein. Sie ließ den Ast los, zog ihren Dolch und stieß ihn nach dem Dämon. Dieser wich schneller aus, als ihm an Janis Augen folgen konnten. Gleich darauf spürte sie einen eisernen Griff um ihr Handgelenk und einen zweiten um ihren Hals. In den Augen des Dämons sah sie ihr eigenes Gesicht, blass und von Angst verzerrt. »Tu das nie wieder!« fauchte der Dämon. »Hat dir Nama noch nicht die wichtigste Lektion erteilt? Du solltest nur Schlachten schlagen, die du auch gewinnen kannst!« Anjani presste Anjani hervor. Zu mehr fehlte ihr der Atem. Mit einer Drehung ihres Handgelenks schnitt sie dem Dämon in den Arm, mit dem er sie gepackt hielt. Fauchend ließ er sie los und schlug ihren Arm beiseite und wich zurück. Schmerz zuckte durch Anjanis Arm. Ihre Finger wurden taub. Sie spürte es nicht, sondern sah lediglich, wie ihr Dolch, ihre einzige Waffe, in ihr entglitt und in die Tiefe stürzte. Dämonenblut kräuselte sich wie Rauch aus der Wunde ihres Feindes und wurde von unspürbarem Wind davongetragen. Dieser Anblick verschaffte ihr zumindest etwas Genugtuung. »Du hängst nicht sehr an deinem Leben, oder?« grinste der Dämon. »Eigentlich wollte ich dich nicht umbringen, aber wenn ich es mir recht überlege...« Er schoss auf sie zu. Anjani kniff die Augen zusammen und krallte sich in den Baumstamm. Doch der erwartete Schmerz blieb aus. Zögerlich öffnete sie ihre Augenlider. »Deine Angst schmeckt auf einmal bitter«, beschwerte sich der Dämon. »Warum bist du wirklich hier?« fragte Anjani. »Ich wollte dich nur auf etwas hinweisen«, sprach der Dämon, als er sich gleichgültig über den Arm strich, wodurch der Blutstrom versiegte. »Wenn die Engel besiegt sind,
solltet ihr euch den Krater einmal genauer ansehen. Vor allem die Südseite. Natürlich müsst ihr erst eine Handbreit Erde wegschaffen. Warum, was ist denn da? Und mit dieser Frage lasse ich euch allein. Und warum überhaupt so ein Dämon? Noch 5 Minuten, so viel? Ich habe ja eine auf dem Schirm. Aber ich nehme auch 5. Genau. Grundkurs in Dämonologie. Ihr seid jetzt bestens ausgerüstet. Ihr wisst, ihr solltet vielleicht nicht zu sehr euren Gedanken nachhängen, wenn euch so ein Typ begegnet. Und ihr bereitet ein wenig Spaß, wenn ihr ein bisschen meditativ unterwegs seid und eure Gedanken im Griff habt. Das kann ich nur empfehlen. Der Dämonen-Grundkurs, den er ist bei mir am Stand zu erwerben, heißt im Blut der Dämonenjäger, bietet auch zusätzlich noch eine spannende Geschichte. Kann man also auch erwerben. Also direkt in der Halle, direkt vor der Bühne. Da könnt ihr mich gerne treffen. Ich hätte auch gerne noch meine Buchschuber irgendwie präsentiert, aber die sind schon leider alle weg. Genau. Bist du natürlich sehr traurig. Da bin ich sehr traurig drüber, ja, weil ich hätte es euch gerne gezeigt, weil sie sehr schön aussehen. Aber vielleicht poste ich nochmal auf der Facebook-Seite. Die. Genau, du könntest ihnen ja sogar Herz zeigen. Ja? Aber willst du mal alle hier von Neid erblassen lassen? Einmal zeigen, was man nicht mehr kriegen. Ja, genau. Das ist fies. Und handgefertigt. Die sind handgefertigt, ganz genau. Und perfekt. Simon hält seine Errungenschaft nach oben. Genau, da können wir ihn mal beglückwünschen dafür. Ja, wirklich super gemacht. Ich glaube, du hast die Nummer 1, oder? Die habe ich von den anderen 2 Büchern. Ach, von den anderen. Das ist 2, okay. Also nicht ganz geschafft. Habe ich jetzt noch 4 Minuten? Okay. Gut, ich würde gerne noch ein bisschen auf eure Fragen eingehen, wenn ihr noch ein paar Fragen habt. Ich habe gleich eine. Ja, bitte. Spielt sich ja alles in Gondwana ab. Ja. Yep. Sowohl die Elfen von Karateno, die 3 Bände... Ja. Als auch jetzt die Blutbücher, jo. Nenne ich es jetzt mal. Ist da in absehbarer Zeit eigentlich noch ein neuer Streich abzusehen? Da ist in absehbarer Zeit noch. Danke, Florian, dass du fragst. da ist, ja, natürlich, da ist was Neues abzusehen. Also ich habe eigentlich vor, jedes Jahr ein Buch aus dieser Welt zu veröffentlichen. Weil das ist halt einfach, ist schon alles da. Ne? Magie, Orks, Zwerge, Elfen, was man halt so braucht, verschiedene Menschenvölker und so weiter. Und da braucht man eigentlich nur hineingreifen in die Welt. Man findet einen spannenden Konflikt und kann ihn erzählen. Genau. Also das Zwergenbuch zum Beispiel, das ist praktisch, ja, aus dem Zwergenbuch ergibt sich dann diese Geschichte. Also man kann die sehr gut alleine lesen, die beiden Teile, aber die sind halt in einem Schruber auch zusammengefasst. Und die Elfen von Karteno spielen auch in derselben Welt, aber auf einem Kontinent und sehr weit abgelegen. Das heißt, man muss die Bücher nicht gelesen haben, um das hier zu verstehen, was da stattfindet. Genau. Aber es spielt ja alles in derselben Welt und warum nicht? Ja, und dann nächstes Jahr soll wieder eins rauskommen. Ich weiß noch nicht genau, was für eins, weil ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich schwanke so zwischen 4, 5 verschiedenen Möglichkeiten, ja. Bitte. Haben die anderen Völker auch Dämonenjäger oder haben nur Menschen? Es sind nur Menschen. Die Menschen, die Dämonenjäger bezeichnen sich selber gar nicht mehr als Menschen und es ist nur die Menschenrasse, also zum fähig, ein Dämonenjäger zu werden. Also wie das passiert, das wird im Buch auch noch beschrieben. Ja, wie ein Dämonenjäger wird. Aber man hat nicht wirklich eine Wahl. Genau. Aber das wird noch witzig mit zaubernden Orks oder so. Das stelle ich mir spannend vor. Ja. Upsi. Bitte? Zaubernde Orks. Das klingt gefährlich. Ja, genau. Wenn Sie sagen, da sind ungefähr so 4, 5 Sargo auf der Hand, was wird mit der Ausschlag, der für sich endet, von auszupicken? Ich weiß es noch nicht genau. Also da kommt ja auch der Dämonenjäger Namadrum. Ihr habt den ja schon kennengelernt. Ich kann ein bisschen spoilern. Er ist der erste Dämonenjäger überhaupt. Und dessen Entstehungsgeschichte oder in neudeutschen Origin Story zu erzählen, das reizt mich schon sehr. Also das könnte sein. Da müsste man aber 1200 Jahre zurückgehen. Und da sieht die Welt auch noch ein bisschen anders aus. Also das wäre schon spannend, das zu machen. Ja, genau. Ja, bitte. Weißt du noch, ob die nächste Buchreihe ist es? Wird das nächste Buch dann einzeln sein oder wieder also zusammenhängend mehr? Wenn es die Geschichte von Namar wird, dann wird es ein einzelner Band werden. Ja. Oder mehrere? Ich weiß es nicht. Fragen wir, wenn sie fertig sind. Ja, genau. Genau. Habe ich noch 1,5 Minuten? Oder wie bemisst sich die Zeit? Zieh mal durch, oder? Komm, wir machen jetzt bis 16 Uhr.
Was kann ich für dich tun? Was wird denn das nächste Thema auf deinem YouTube-Channel, den du noch nicht angesprochen hast? Den YouTube-Channel? Ja, das stimmt, danke, dass du fragst. Das nächste Thema auf meinem YouTube-Channel? Ich habe keine Ahnung. Heute kommt ja da ein Video raus. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was es war. Aber ich habe da, falls da irgendwie angehende Autoren sind, ich habe da so einen Workshop laufen, der läuft immer Mittwoch 12 Uhr, kommt immer ein neues Video raus, wie man dann von der ersten Idee zum Buch kommt. Und das wird so, das entspinnt sich da so ein bisschen Zeit. Die anderen Videos sind alle so ein bisschen, gehen so ein bisschen Persönlichkeitsentfaltung, weil es gehört zum Autorsein auch ein bisschen mehr dazu, als einfach nur ein Buch zu schreiben. Ne? Man hat seine Dämonen, wenn man einen Buchtext schreibt zum Beispiel, der redet einem ein, das, was du da schreibst, ist nicht gut, das reicht nicht aus, das ist nicht richtig beschrieben und so weiter. Und damit muss man halt lernen, damit umzugehen und sowas. Deswegen richtet sich das alles so ein bisschen an diese Klientel. Aber da würde ich euch natürlich auch gerne begrüßen. Einfach leicht über meine Webseite zu erreichen. Und ich habe gehört, du machst jetzt demnächst nicht nur einen YouTube-Channel, sondern da kommt dann auch noch irgendwie so ja, Mails oder so. Genau, wir haben... Also Eva, ich weiß gar nicht, woher du das weißt. Ich habe mit meiner geschätzten Kollegin Eva von Kalm, die jetzt zufälligerweise diese Frage gestellt hat, vor, einen Newsletter herauszubringen. Wir nennen es eigentlich eine Wanderkarte für Tintenwege. Und wenn ihr da Bock habt, ein bisschen zu erfahren, was es bei der Eva und bei mir noch so Neues gibt, dann könnt ihr euch gerne am Stand dann in diese Liste hier eintragen mit Namen und E-Mail-Adresse. Und das wird auch ganz spannend. Das soll auch ein bisschen was Gewinnendes für euch dabei sein. Also nicht, ihr abonniert ja keinen Werbe-Channel, sondern qualitativ hochwertige Inhalte. Wir haben noch keinen, aber ich bin sicher, sie werden... Es ist gut. In Planung. Also, ich fände es unfair, jetzt zu überziehen, auch wenn danach draußen die Preisverleihung stattfindet. Vielleicht habt ihr die auch auf dem Schirm und wollt die an der teilhaben. Ansonsten, nah an der Bühne ist mein Stand. Wenn ihr sagt, das Buch will ich unbedingt haben, das will ich lesen, dann seid ihr mir da herzlich willkommen. Und auch so seid ihr mir herzlich willkommen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas. Dankeschön. Nachdem jetzt die BuCon 2019 zu Ende ist, ist natürlich Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Mir hat es dieses Jahr wieder sehr gut gefallen. Viele Programmpunkte waren da, die mich sehr interessiert haben. Teilweise 3, 4, die gleichzeitig gelaufen sind. Da musste man sich natürlich entscheiden. Entscheiden musste ich mich dieses Jahr natürlich auch wieder, was ich aufzeichne. Und nach den Erfahrungen vom letzten Jahr, also von der 3 Eichcon und von der BuCon, war klar, dass es mit dem Mikrofon, also mit dem Zoom 1, was ich dabei habe, nichts bringt, irgendwas aufzuzeichnen, wo mehr als eine Person irgendwas liest oder irgendwas moderiert wird, weil das packt das Mikrofon nicht, wenn da mehrere Quellen gleichzeitig reingehen, sondern das ist eigentlich für Interviews ist es sehr gut geeignet, aber nicht, wenn mehrere Quellen da reingehen müssen. Macht aber nichts, die Auswahl war ja sehr groß und ich habe mich dieses Jahr auch auf Lesungen beschränkt, die eine halbe Stunde gingen, nicht die ganz lang mit einer kompletten Stunde, um einfach mal ein bisschen mehr Auswahl auch da reinzubringen. Damit sind natürlich die ganzen sehr, sag ich mal, Spiegel-Bestsellerlisten relevanten Lesungen, wie zum Beispiel von Robert Corvus oder Bernhard Hennen da rausgefallen. Aber ich denke, ich habe eine schöne Mischung hinbekommen zwischen bekannten und weniger bekannten Autoren. Und da kann sich jeder dann raussuchen, was ihn da direkt interessiert. Ich war natürlich bei weiteren Lesungen, zum Beispiel von T.S. Orgel. Das ist ein Autorenduo. Die haben aus Terra, beziehungsweise eigentlich nicht Terra, sondern das Haus der tausend Welten vorgelesen. Und wenn man mit mehreren liest, ist es natürlich, da kann man das so fast schon so ein bisschen hörspielmäßig mit verteilten Rollen aufziehen. Und das macht natürlich irre Spaß, wenn die Leute das können. Und T.S. Orgel, das sind zwei lustige Menschen, die sich noch jemanden dabei gesetzt hatten, der auch noch ein Part gelesen hat. Also das hat wirklich Spaß gemacht, das von ihrem kommenden Buch, also das Haus der tausend Welten zu lesen. Beziehungsweise dazu zu hören. Ähnliches gilt für Judith Vogt und Christian Vogt. Das ist ein Autorenpärchen, die das schon viele Jahre machen, die auch schon Zwerge vs. Orks und ähnliche Sachen geschrieben haben.
und natürlich James Sullivan, der zusammen mit Bernard Hennen damals den ersten Band von Die Elfen geschrieben hat, woraus ja dann eine riesige Saga geworden ist, nur dass der James Sullivan dann nicht mehr beteiligt war, sondern Bernard Hennen das dann komplett allein geschrieben hat. Aber er hat eigene Sachen gemacht, er hat Fantasy gemacht, er hat Science Fiction gemacht, ich habe auch 2 Bücher von ihm signieren lassen. Und einfach ein lieber Kerl und ja, auch das war eine sehr unterhaltsame Lesung. Ja. Also das Judith Vogt und Christian Vogt haben Wasteland vorgestellt. Das ist ja so ein bisschen Mad Max im Rheinland, haben sie es umschrieben. Und gerade der Christian Vogt hat da auch einige ja hervorragende Rollenspiel-Skills gezeigt, als er den einen oder anderen sage ich mal, Bösewicht im Mad Max-Style da so gespielt hat. Also das war schon eine sehr unterhaltsame Geschichte. Ähnliches gilt für Die Stadt der Symbionten. Komplett anderes Science-Fiction-Setting von James Sullivan. Das werde ich mir auch mal auf die Leseliste draufpacken. Ja, danach, wie gesagt, war ja die Verleihung des Buchon Ehrenpreises im Hauptsaal und es ist jetzt, am Morgen danach ist jetzt noch nicht, sind jetzt noch die Namen nicht veröffentlicht. Natürlich haben sie bei der Preisverleihung angesprochen, also mit dem Ehrenpreis wurde die Ann-Kathrin Karschnick, die das Ganze eigentlich moderiert hat, angesprochen. Die war mir letztes Jahr schon aufgefallen, weil sie, wie gesagt, sehr, ja, bunt gekleidet war und auch keine Schuhe anhatte und sowas, aber die hat einen Buchon Ehrenpreis bekommen. Da hat mir jetzt natürlich nichts gesagt, genauso wie derjenige, ein älterer Herr, der den der den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat. Ja, also da war ich dann tatsächlich raus, weil ich den nicht kannte und jetzt einen Tag später ist es auch noch nicht auf der Homepage oder sowas drauf, wie er denn wirklich hieß. Ich hätte ihm gerne wirklich Credits gegeben, um das zu würdigen, aber ich habe es, wie gesagt, nicht so ganz kapiert. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Preis, der gewählt wird, sondern da geht es natürlich auch um Verdienste für das Event und die Dame hat begleitet das fast von Anfang an, hat dann gesagt, also sie in einem Jahr war sie nicht dabei, das war nämlich das Jahr, wo sie das Kind bekommen hat. Das ist, denke ich, eine okay Entschuldigung dafür und ja, war natürlich im letzten Jahr mit Werner Fuchs, der einer der Miterfinder von DSA ist, war natürlich eine andere Nummer, weil der natürlich selbst Leuten wie mir bekannt ist halt, ne? Die, sag ich mal, nicht so tief in der ganzen Fantasy-Szene drin sind, dass sie jeden Autor von jedem Verlag und allem, was da organisiert wurde, kennen halt, ne? Und mit Vornamen und Lebenslauf. Aber hey, gar kein Problem, ich bin natürlich da gern bereit, dazu zu lernen. Weiteres, was ich mir dann noch angeguckt habe nach der Verleihung, nach der Lesung von der Elea Brandt, kam dann sofort der Lars Xekalla, der aus der Perlglanz-Saga vorgelesen hat. Da hatte ich schon gesehen, dass der Philipp sich lange Zeit mit dem unterhalten hat, habe ich gedacht, na okay, er hat eine rote Lederrüstung an, der Philipp interessiert sich offensichtlich für ihn, also gebe ich dem mal eine Chance und habe mir da auch die nächste halbe Stunde eine sehr lustige Science-Fiction-Geschichte von ihm vorgelesen. Also es gibt, glaube ich, 3 Teile von der Perlglanz-Saga und ja, das war schon sehr humorvoll und auch der Vortrag von ihm, also auch großartig. Ich bin begeistert, wie gut dann doch die Vorträge von den Leuten teilweise sind. Wenn man so auf verschiedenen Comic-Veranstaltungen ist, da hat man ja sehr, sehr viele so ein bisschen in sich gekehrte Leute auch, die da so an ihrem Tisch sitzen und ganz schüchtern was malen und so und man weiß gar nicht, darf man sie jetzt ansprechen oder bekommen sie dann Angst oder und hier ist es halt das genaue Gegenteil, dass die halt bei so einer Lesung von ihren Sachen voll aus sich rausgehen, voll damit spielen, es wird auch mal laut und es wird komplett gelacht und es wird komplett irre und ja, also das ist schon ein Erlebnis für sich und ich denke, das bringt auch ja, so ein Autoren und ein Leser sehr nah zusammen einfach, weil man da genau sehen kann, ist das was mich jetzt wirklich interessiert oder ist es nicht und direkt in der Sprache und so, wie sich der Autor vorgestellt hat, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, natürlich, man hat im Kopf so seine Lesestimme, wenn man liest,
Ne? Und, aber wenn man einen Autor besser kennt, wie es zum Beispiel bei mir mit Robert Corvus ist mittlerweile, den ich schon oft gesehen, gehört habe, und sein YouTube-Channel hat, genauso gilt es für Bernhard Hennen, die Stimmen kennt man einfach und dann weiß man auch, wie der das gesagt hätte, wenn es da nicht geschrieben, also ne, wie das in seinem Kopf vermutlich passiert ist. Und das ist natürlich ja, ein besonderes Erlebnis, wenn man einen Autoren so kennenlernen kann, und dann kann man das Werk auch ganz anders betrachten. Anschließend habe ich mir dann auch die komplette Packung gegeben mit Lesungen, und zwar bin ich dann zu Karl Mays Magischer Orient gegangen. Das ist so ein Ding, wo Karl May kann man ja jetzt, also die Rechte sind offenbar frei, also jeder kann was zu Winnetou, Shatterhand und so weiter schreiben, wenn er möchte. Und die haben sich halt mit viel Liebe Karl May angenommen und bringen da noch so magische Elemente rein, ein bisschen Übersinnliches. Und was auch noch ganz spannend ist, es gibt ein Crossover mit anderen Serien. Zum Beispiel es gibt, glaube ich, bislang 8 Bücher und sollen wahrscheinlich irgendwann mal mindestens 12 werden. Und zwar die Jacqueline Montemori hat zum Beispiel geschrieben Der Herrscher der Tiefe. Und da trifft Kara Ben-Nemsi mit Hachi Halef Omar. Ben-Hachi Abul Abbas Ibn trifft Captain Nemo, ne, auf der Nautilus. Und das ist natürlich ein Crossover, wo es einfach auch passt, weil das eine ähnliche Zeit ist, in der das erzählt wurde. Und irgendwie auf eine ganz weirde Art und Weise passt das einfach zusammen. Ne? Also, und Ähnliches gilt dann für das Magische Tor im Kaukasus. Da werden wir den Kara Ben-Nemsi im Kaukasus treffen, wo er auf andere Figuren, da wird er zum Beispiel auch auf Old Firehand treffen, und ist ein bisschen Jack London, Anspielungen sind drin, also alles, was aus dieser Zeit so zusammenpasst. Er trifft Bertha von Suttner, also vollkommen weirdes Crossover, dass der Autor namens Friedhelm Schneidewind da geschrieben hat. Der kam natürlich auch stylisch hier im Wildlederhemd und hatte so ein eine Flinte vor sich, also eine Showflinte vor sich auf dem Tisch. Ich glaube, eine Winchester war das und eine Handfeuerwaffe hat er auch noch dabei. Also der hat es wirklich gelebt. Also der hat sich wirklich komplett, ich will nicht sagen Cosplay-mäßig, weil der ist, wie gesagt, Jahrgang 58 und schon eine stattliche Erscheinung, aber er hat das schon verinnerlicht, und also die haben wirklich Freude an dem, und ich denke auch da, wenn sich die Gelegenheit bietet, mal reinlesen, ob das was für mich ist, weil ich Karl May früher sehr gut fand. Ich weiß nicht, ob es heute noch bei mir zündet, aber natürlich sind es jetzt auch andere Autoren, die das natürlich moderner schreiben, als das Karl May jetzt gemacht hat. Ich weiß nicht, wie gut es gealtert ist, aber also ich hätte mal wieder Bock dadurch, gar keine Frage. Was ich natürlich am Panels verpasst habe, muss ich natürlich auch dazu sagen, ganz am Anfang, ich hatte mir mittwochs den Plan ausgedruckt und leider hat sich bis samstags dann wieder was geändert, und zwar wollte ich mir eigentlich noch angucken vom Leserattenverlag das German Kaiju vs. Vikings of the Galaxy, und das ist natürlich ein Crossover, also schon allein German Kaiju hörte sich schon sehr interessant an, aber gegen Vikings of the Galaxy, also wenn, wie gesagt, die deutschen Kaiju-Monster gegen die Wikinger aus der Galaxis, also das hätte ich mir schon, aber leider wurde das direkt im Anhang mit einem anderen Panel gemacht, und da konnte ich dann auch nicht mehr mittendrin rein, und das haben sie dann irgendwie verändert, das ging wohl dann 1,5 Stunden lang, dieses Panel. Und das wollte ich dann nicht stürmen. Und ein paar anderen ging es noch genauso wie mir. Die standen auch etwas traurig vor der Tür. Aber gut, so ist es nun manchmal, wenn sich da irgendwas verschiebt. Ja, dann zum Schluss. Selbstverständlich gab es dann nochmal meinen obligatorischen Abschluss. Genau wie beim letzten Bukon und beim 3 Eichkorn habe ich mir das glamouröse Finale mit Bernhard Hennen und Robert Corvus gegeben, die wieder aus der Phileasson-Saga vorgelesen haben, die ich ja sehr verehre und liebe. Und es ist eigentlich immer sehr unterhaltsam. Also sie gehen sehr, sehr gut auf die Zuschauerfragen ein.
Und natürlich wird auch was gelesen, aber es ist eigentlich, wie die beiden miteinander umgehen und gerade Robert Corvus ist dann voll in seine Rolle, also er hat den Philiaston voll in sich aufgenommen und gibt dann da dem den Wikinger-Kapitän und das ist einfach großartig, weil er halt auch so ein riesiger Typ mit langen Haaren, also es passt halt auch irgendwie, ne? Also das ist wunderbar. Und zum Schluss wurde dann natürlich wieder der Torwalerchor initiiert. Das heißt, es wird zusammen gesungen und wer mich kennt, ich bin jetzt nicht der Freund des großen Singens, gerade wenn keine Metalband vorne steht oder sowas, ist es eigentlich unmöglich, dass ich damit singe, aber da mache ich dann wirklich mit und mit dem Singen im Schildwall bei Bernhard Hennen und Robert Corvus habe ich dann wieder den Bukon glamourös beendet und kann sagen, also das ist wirklich eine hervorragende Veranstaltung für jeden, der sich ja mit Fantastik beschäftigt, der auch Autoren treffen will und vielleicht auch mal zwei, drei Worte mit denen reden. Es ist jetzt nicht wie auf der Buchmesse, dass du dann in 20 Metern Entfernung vielleicht ahnen kannst, irgendjemand ist da, sondern kommst direkt ran, kannst dir Sachen signieren lassen ohne Ende. Ich hätte, glaube ich, 20 Bücher mit, die ich habe signieren lassen. Natürlich, da geht es mir wie im Steffen mit den Comics. Ich habe nicht alle von denen gelesen, weil so das Fantasy-Buch an sich hat ja gern so zwischen 300 und 600 Seiten und manchmal mehr. Und da bin ich nicht dahinter. Das packe ich zeitlich nicht. Aber die Sammlung ist schon relativ groß und wird immer mal wieder was abgearbeitet. Aber für signieren lassen ist es eine hervorragende Gelegenheit. Wie gesagt, ich habe da wieder einen Regalboden mitgebracht, habe natürlich wieder einige Sachen vergessen, die auch noch hätten signiert werden können, aber hey, ja, man würde halt auch älter, ne? Und ja. Zum Kaufen wird man natürlich auch wieder angeregt. Also unter anderem habe ich ja das von Leanders Feine Linie, das Comic gekauft. Das hatte ich eh schon auf Twitter gesehen und hat gesagt, das wäre ja mal was, wenn man es irgendwo bekommt. Das ist ja jetzt nicht, dass du das gleich in jeden Comicshop legen hast. Und auch noch einige Fantasy-Bücher habe ich mir besorgt. Und hervorragende Sache. Also wirklich, wer Spaß an Fantasy, Science-Fiction oder auch Horror wird ja gern genommen da hat und wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten über jedes Thema, was wirklich Lovecraft und also ist alles dabei, jegliche Spielart ist dabei, ob man jetzt den Vampire-Love-Roman mag oder was weiß ich, auch keine Ahnung, queere Fantasy und ganz seltsame Settings und teilweise. Also es ist wirklich alles und für jeden was dabei und eine komplett familiäre, offene, schöne Veranstaltung und ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Geht da mal hin, guckt euch das an, nächstes Jahr, wenn der Bukon ist und vielleicht treffen wir uns. Bis dann. In Frankfurt gibt es tatsächlich jetzt hier zur Buchmesse die ein oder andere Comic-Veranstaltung. Wer sagt, dass nur weil Buchmesse in Frankfurt ist, der Comic in Frankfurt tot wäre, der lügt gewaltig. Ich stehe hier mit den beiden Veranstaltern oder zwei der Veranstalter vom Cozy Festival in Frankfurt in einer Vorhalle und ich hoffe, dass sie hier störungsfrei durchkommen. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Hallo, ich bin Johanna. Und ich bin Adrian. Hallo Johanna und hallo Adrian. Ihr seid die Mitveranstalter hier der Veranstaltung, richtig? Wir sind die Veranstalter, genau. Wir beide machen das, genau. Ja. Und das dritte Mal in Folge schon, ne? Das dritte Mal in Folge, ja, genau. Also das dritte von, wir machen es genau 1000 Mal nur und dann endet es, aber so lange wird es auf jeden Fall noch laufen. Also noch 997 Ausgaben. Wir sind gespannt und feiern mit euch jede einzelne Ausgabe, wenn es sein muss. Erzählt mal, von was wir eigentlich reden. Was ist denn das Cozy Festival? Also das ist ein Festival für Comics und Zines, Fanzines und ja, also ich hoffe, die meisten wissen, was Comics sind und was Fanzines sind. Und aber der Fokus ist schon eher auf, Comics als auf Fanzines, weil wir hatten jetzt leider noch nicht so viele Bewerberinnen, die sich eben nur mit Fanzines beworben haben. Aber ich finde, es geht halt so Hand in Hand, weil die Comics, die zum Großteil bei uns ausgestellt sind oder halt verkauft werden, sind ja quasi auch Fanzines. Also dieser DIY-Gedanke ist ja da ganz groß oder ist ja essentiell.
Es geht um Comics, es geht um Fanzines, aber wie genau sieht das denn jetzt inhaltlich aus? Die sitzen, da oben sitzen ein paar Leute an Tischen, habe ich gesehen, ne? Ja, genau. Also das im Prinzip in Ständen organisiert. Also jeder Künstler, jede Künstlerin kann einen Stand betreiben und dort eben ausstellen und mitbringen, was sie mitbringen möchten. Ich habe auch das Gefühl, dass vermehrt irgendwie Keramik angeboten wird, Pins, auch ganz andere Sachen, so Window Color zum Beispiel, Kleidung. Also letztendlich, genau, alles, was man gestalten kann, kann man auch mitbringen eben und anbieten. Ja. Und es gibt natürlich Workshops, Lesungen, vielleicht in Zukunft dann auch noch vielleicht Vertiefung, sodass man halt Podiumsdiskussionen hat, einfach vielleicht über Inhalte oder die Zukunft. Filmprogramm hatten wir das letzte Jahr auch zum Beispiel. Also wir hatten ein Filmscreening. Das war jetzt dieses Jahr nicht möglich, aber sowas wollen wir in Zukunft, glaube ich, auch auf jeden Fall wieder ins Programm nehmen. Ja. Und wer ist es, der zu euch kommt? Sowohl die Leute an den Tischen, also quasi die Aussteller und Comic-Künstler, als auch das Publikum. Wer findet seinen Weg hierher? Also ich hoffe mal, alle Leute, die sich für das Medium Comic interessieren, aber auch Kunstinteressierte, weil eben auch viele Leute halt eben aus einem Kunstschulkontext kommen, also entweder selbst noch Studentinnen sind oder eben Leute, die halt eigentlich ihren Meister in Illustrationen zum Beispiel gemacht haben, jetzt Leute aus Leipzig, zum Beispiel Anna Haifisch und Max Beitinger, die eben quasi schon sowas wie renommierte Künstlerinnen sind, also zumindest für Comic in Deutschland und eben auch so einen experimentellen Ansatz haben, sage ich mal. Also zumindest ungewöhnlichere Comics machen als jetzt, keine Ahnung, Marvel oder eben Flix oder so. Und mir fallen auf die Schnelle wirklich noch weitere Veranstaltungen ein, die so ungefähr in dieselbe Richtung gehen. Beispielsweise in Berlin die Comic Invasion oder wir hatten als quasi Parallelveranstaltung, aber angegliedert am Festival München, dieses Artsy-Festival, was gewesen ist, wo der Dominik Wendland auch mitbeteiligt war. Inwiefern kam es jetzt, dass ihr jetzt gerade hier und vor allem vielleicht auch in Frankfurt, dass ihr da auch noch sowas auf die Beine stellen wolltet? Also inspiriert wurden wir so durch den Millionaires Club, der eben von Anna Haifisch, Max Beitinger und vielen anderen auf die Beine gestellt wurde, die letzten 8 oder 9 Jahre. In Leipzig. Genau, in Leipzig ist der Millionaires Club. Und da haben wir gedacht, ja, ist ja eigentlich in Anführungszeichen easy, auch sowas in Frankfurt zu machen. Und das macht ja total Sinn, weil... Hier gibt es die HFG zum Beispiel. Also ich glaube, hier gibt es voll viele Illustratoren und Künstlerinnen, die da eben dran teilhaben können. Irgendwie, also... Wir fanden es eigentlich komisch, dass es das noch nicht gibt, dass sich das noch nicht organisiert hat vorher. Und hier ist eben die größte internationale Buchmesse in Frankfurt. Und in Leipzig gibt es auch eine Buchmesse, aber natürlich jetzt von der, ich sage jetzt mal, internationalen Bedeutung ist halt die Frankfurter Buchmesse halt wesentlich bekannter. Und gleichzeitig ist es deswegen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, also trauriger oder schade, dass da eben gar in Frankfurt der Comic halt einfach gar nicht so präsent ist und müsste oder jetzt vielleicht durch uns dann auf jeden Fall hat er wieder ein bisschen mehr an Präsenz gewonnen und in Zukunft wird es vielleicht noch größer und besser, pompöser. Da hast du was Gutes angesprochen, weil die quasi Comic ist auf der Buchmesse nahezu nicht mehr vertreten, nachdem wir zeitweise ja noch Parallelveranstaltungen in den letzten Jahren noch hatten auf den Buchmessen, wo dann der Comic-Satellit zum Beispiel stattfand oder. Ist in dem Jahr jetzt ja nahezu nichts. Wir haben noch diese Open Books Leseveranstaltungen, die jetzt hier 3 Tage stattgefunden haben und natürlich auch diverse Signierstunden in den Comicläden hier in Frankfurt. Wie sieht es aus? Wie bewusst war, also war das auch eine bewusste Entscheidung, dann dieses Wochenende hier der Buchmesse auszuwählen? Ja, das ist eine bewusste Entscheidung, auf jeden Fall. Einfach, weil dann sowieso viele Autoren, Autorinnen in der Stadt sind, weil man irgendwie, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Publikum erreichen kann, weil alle vielleicht sowieso sich dann dafür besonders interessieren und gucken, was gibt's für ein Programm oder was kann man noch in der Stadt machen. Jetzt bin ich ja sowieso schon für die Buchmesse da und ich glaube, das macht einfach Sinn, das zusammenzubringen irgendwie. Ja. Ihr habt diese 3. Veranstaltung dieser Art aus dem Boden gestampft und ich persönlich bin hin und weg, ich bin total geil. Und vor allem finanziert ihr das Ganze auch komplett ohne Eintritt, was ich auch total großartig finde, weil es damit für mich auch zum Beispiel eine Familienveranstaltung irgendwie auch ein bisschen ist. Wie sind vielleicht Pläne für die nächsten und übernächsten Male? Habt ihr noch so Möglichkeiten oder Ideen, in welche Richtung ihr noch gehen könnt? Hat die vielleicht die Location, der wir sind, die ich großartig finde, auf die ihr gerne nochmal eingehen könnt, hat die vielleicht gewisse Grenzen? Wie sieht das aus? Also das ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, weil wir uns natürlich sehr stark auch nach den Leuten hier richten müssen, weil also die Naxos-Halle ist ja quasi
ein Konglomerat aus mehreren Gruppen, die hier Veranstaltungen machen. Es gibt halt das Studio Naxos, es gibt das Theater Willy Pramel, es gibt das Kino Naxos und dann eben das Atelier Naxos, wo jetzt eben die COSI stattfindet. Aber die teilen sich halt quasi teilweise die gleichen Räumlichkeiten und dementsprechend müssen wir uns dann halt auch nach Spielzeiten zum Beispiel vom Theater richten. Und da müssen wir jetzt dann aktuell dann schauen, nach dieser COSI, wie nächstes Jahr die Spielzeiten aussehen, was da alles benutzt wird von der Halle. Deswegen kann es, wenn wir super viel Pech haben, sein, dass wir nächstes Jahr vielleicht weniger Platz haben werden oder vielleicht gar keine Lesung machen können, weil dann irgendein Stück ist und wir leise sein sollen. Und dann geht halt gehen vielleicht nur die normale Messe. Also dann kann es sein, dass wir nur diese Stände machen könnten. Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, aber letztendlich wir können auch mal uns andere Veranstaltungsorte angucken. Genau, das müssen wir dann einfach im nächsten Jahr sehen. Hauptsache, wir kriegen es irgendwie zustande, so denke ich. Und je mehr Stände, also genau, wenn wir noch ein bisschen mehr Platz haben für mehr Stände, finde ich das auch schön. Genau, wir wollen einfach so viele Leute wie möglich. Also bitte, miese Teil. Genau. Ja, auch die finanziellen Möglichkeiten sind wahrscheinlich relativ. Ne? Genau. Ja, dann ganz zum Schluss noch als Frage, würde ich einfach so ganz persönlich von euch mal, inhaltliche Dinge. Wen habt ihr jetzt hier vielleicht so an Künstler entdeckt oder Werke, die euch besonders gefallen? Jeweils mal einen rausfischen, bitte. Und vielleicht die Lesung. Habt ihr da irgendwas, was ihr schon gemerkt habt, das ist geil, das will ich mir nochmal genauer angucken. Tatsächlich, also ich hatte bislang leider noch nicht so, also Lesungen konnte ich mir leider nicht anschauen, okay. Da hatte ich keine Zeit für. Und ich bin auch noch nicht wirklich über die Stände gegangen, aber ich mag auf jeden Fall Anna Heifisch sehr gerne. Sehr, also das ist halt noch ein großer Name so, aber ja, die finde ich toll. Ja. Also ich bin auf jeden Fall großer Fan von Viktor von Boltenstern, der hat jetzt lustigerweise auch gerade die Treppe runterkommt. Genau, also der auch gerade aktuell auf der Suche ist nach einem Verlag, also meldet euch gefälligst. Und ich meine, alle anderen Namen, die ich jetzt nennen könnte, sind jetzt, also Max Beitinger, Anna Heif, genau, deswegen, also ich wollte jetzt erstmal jemand sagen, der jetzt vielleicht noch nicht so international verlegt und bekannt ist, also genauso Viktor von Boltenstern. Sehr gut. Das ist eine große Liste an Teilnehmern, die kann man sich unter anderem auf dem tollen Plakat auch angucken. Auf der Homepage auch, Entschuldigung. Die werden wir natürlich verlinken, genauso wie, falls es sie geben sollte, alle Social Media Accounts, packe ich alles in die Shownotes rein, das finden die auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg noch und spätestens bis nächstes Jahr. Ciao. Ja, vielen Dank. Danke. Komm vorbei.